Soweit fahren wir jetzt mit dem Asylpaket weiter. Das sind die Tagesordnungspunkte 11 bis 15 und 42. Jetzt muss ich mal fragen, wer bringt heute unser Mutter an? Die Grünen, kriege ich zugerufen, beginnen heute mit der Fraktionsrunde. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Generalrunde durch und wenn dann weitere Änderungsanträge sind, machen wir die danach. Außer Sie wollen sie mit einarbeiten, ist auch nicht verboten. Also, es beginnt zu diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagesordnungspunkten in der Fraktionsreihenfolge Bündnis 90 Die Grünen. Und da kommt bei mir Frau Siebeneicher. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, der Stadtrat beschäftigt sich heute mit mehreren Vorlagen zur Unterbringung Asylsuchender. Die einzelnen Vorlagen sehen zum einen vor, dass die Stadt Wohnraum anbietet. Sie sehen vor, dass Wohnheime genutzt werden in verschiedenen Stadtteilen, aber auch Hotels und Containerstandorte. Insgesamt sollen damit 4.200 Plätze geschaffen werden. Der Oberbürgermeister betonte zu Recht, dass es eine sehr große Herausforderung ist und dass hier die Stadt Dresden unter einem enormen Zeitdruck Lösungen finden muss. Dennoch muss man noch mal klar sagen, die Ziele, die wir hier mit diesen Vorlagen im Blick behalten müssen, ist eine menschenwürdige Unterbringung, eine Gleichverteilung der Standorte in der Stadt, eine bestmögliche Integration in der Stadt, aber auch in dem jeweiligen Stadtteil. Wir werden reichlich 900 Plätze schaffen, indem wir städtische Gebäude umwidmen. Wir werden aber auch bei der Vorlage ganz klar betonen, dass es gewisse Stadtteile gibt, die jetzt schon sehr stark, stärker als andere, gefordert sind bei der Unterbringung von Asylsuchenden. Deshalb wollen wir den Hinweis des Ortsbeirates Kotter aufnehmen und wollen statt 600 Plätze 300 Plätze schaffen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in der Ginsterstraße. Wir wollen aber auch, indem wir die Nutzung von Hotels beschließen, wichtige Plätze schaffen, die sehr schnell nutzbar sind. Einige sollen bereits ab Ende des Jahres nutzbar sein. Was die Containerstandorte angeht, möchte ich ganz klar und deutlich sagen, dass wir Vorlagen, die heute hier beraten werden, nicht verhindern wollen und nicht blockieren wollen, aber dass wir Fragezeichen haben zu den ganz großen Standorten am Zellischen Weg, an der Washingtonstraße und der Altenberger Straße. Wir haben diese Fragezeichen, weil wir als Stadträte der Grünen Fraktion sehen, dass in erster Linie an die Unterbringung gedacht wird, aber dass die soziale Integration in diesen großen Standorten bis jetzt noch nicht ausreichend geklärt ist. Deshalb wollen wir Änderungen und Ergänzungen hier vorschlagen. Wir wollen uns dafür aussprechen, dass die Zusammenarbeit mit Netzwerken der Migrantinnen in diesen Großstandorten gestärkt wird, dass die Selbstorganisation in den Großstandorten gestärkt wird und dass die Ehrenamtlichen, die in den Stadtteilen jetzt schon aktiv sind und auch da an diesen großen Standorten aktiv werden wollen, dass die Möglichkeiten bekommen, auch Räume vor Ort zu nutzen. Wir wollen außerdem, dass mit den Anwohnern und auch mit den unmittelbar angrenzenden Schulen, Kitas, bei den großen Standorten diskutiert wird von Seiten der Verwaltung, von Seiten der Polizei, aber auch von Seiten der Schulen und der Kitas, wie man ein Sicherheitskonzept herstellen kann und wie man auch die Informationen in Bezug auf die Bürger gut gewährleisten kann. Soweit erstmal unsere Punkte. Als nächste Fraktion, SPD-Fraktion, da ich jetzt hier mehrere
dann frage ich der Chef selber, Herr Abenaius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Welt ist in den letzten Jahrzehnten absolut aus den Fugen geraten. Das hat unter anderem gewaltige Flüchtlingsströme ausgelöst, die zunächst vor allem in der arabischen Welt zu erleben waren und die inzwischen auch in Dresden angekommen sind. Wir stehen in einer Situation, in der wir uns mit Problemen konfrontiert sehen, die wir uns nicht ausgesucht haben, aber mit denen wir trotzdem umgehen müssen. Wir wissen alle, es bedarf dringend Entscheidungen auf internationaler Ebene, um diese Probleme so in den Griff zu bekommen, dass der Zustrom der Flüchtlinge begrenzt werden kann. Man braucht da nicht drum herum reden, die Kapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung werden irgendwann erreicht sein. Das ist noch nicht der Fall, aber es zeichnet sich ab, dass es irgendwann in absehbarer Zeit der Fall sein wird. Wir haben uns diese Probleme nicht ausgesucht, aber wir müssen jetzt trotz allem darauf verzichten, zu lamentieren und uns auf die beiden Aufgaben konzentrieren, die uns so belasten wie vermutlich kein anderes Problem nach der Wende. Zum einen die Integration, die von uns kluge, langfristige Entscheidungen im Sinne des Gemeinwesens verlangt und kurzfristig um die Unterbringung, die uns so überfordert, dass die Verwaltung eigentlich permanent mit dem Rücken an die Wand steht. Und aus diesem Grunde müssen wir uns auch damit abfinden, dass wir Entscheidungen zu treffen haben, die wir uns letztes Jahr gar nicht so gut vorstellen konnten. Ich erinnere mich daran, dass wir letztes Jahr darüber diskutiert haben, ob wir Unterkünfte schaffen sollen, die mit mehr als 65 Personen belegt werden. Inzwischen reden wir darüber, dass wir Hotels anmieten, in denen unter Umständen bis zu 1000 Personen untergebracht werden können. Das ist eine vollkommen andere Dimension, an die wir alle letztes Jahr nicht gedacht haben, außer denjenigen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigt haben, aber die sind hier nicht zu Wort gekommen. Ich wollte jetzt von der Vorlage, von unserem Ersetzungsantrag nur drei Punkte ansprechen. Zum einen die Hotelanmietung. Da tragen wir schweren Herzens und tief durchatmend das Vorhaben der Verwaltung mit. Das scheint kurzfristig eine Lösung zu sein, die eine menschenwürdige Unterbringung ermöglicht und die uns finanziell vor einen riesigen Kraftakt stellt, aber die finanziell uns Spielräume schafft, die uns organisatorisch Spielräume schafft, die wir jetzt dringend brauchen. Es ist eine kurzfristige Lösung, auf die man jetzt wohl nicht verzichten kann. Kurzfristig heißt aber auch, dass wir von der Verwaltung erwarten, dass Verträge geschlossen werden mit einer geringeren Laufzeit. 2 Jahre bei den nicht ganz so großdimensionierten Objekten wie der Wilhelm-Franke-Straße, 1 Jahr mit einer Option auf Verlängerung bei der Wilhelm-Franke-Straße. So scheint es uns verantwortbar zu sein, unter der Prämisse, die die Kollegin Siebeneicher schon gesagt hat, es muss ein klares Betreuungskonzept hin und es muss auch ein klares Sicherheitskonzept her. Den zweiten Punkt, den ich erwähnen möchte, betrifft eigentlich die Unterbringung, die mit Abstand die beste ist, nämlich die Unterbringung in Wohnungen. Es gibt das Objekt in der Großenhainer Straße. Da ist eigentlich ganz
ganz gut gedacht worden, nur leider nicht gut zu Ende gedacht, dass man so Wohnungen schaffen könnte, die für Familien beispielsweise besser geeignet wären als Hotelunterbringungen oder Containerunterbringungen. Aber wir müssen dabei auch an die Zukunft denken, an das Signal, was wir mit einer derartigen Unterbringung in die Welt setzen würden. Und wir können nicht in die Welt setzen, dass ein Vermieter, der die Notlage der Stadt ausnutzt, die mit dem Rücken zur Wand steht, eine Quadratmetermiete von 10 Euro verlangt. Das pusht den Mietspiegel absolut nach oben. Die Leute bereichern sich da in einer Weise, die moralisch kaum noch vertretbar ist. Es grenzt an Mietwucher. Und wir geben auch ein Signal an andere, die Wohnungen zur Verfügung stellen. Die sagen dann auch, wir vermieten für 10 Euro, vielleicht sogar für 11. Aus diesem Grunde wollen wir bei diesem Punkt, dass die Stadt nachverhandelt, dass die Stadt klipp und klar sagt, auf der Basis von 7,50 Euro ist auch keine absolute Minimiete, können wir uns einigen, ansonsten nicht. Ein Wort noch zur Hotelanmietung, weil da immer auch solche Fantasien rumgeistern, dass jetzt die Flüchtlinge da in Hotelsuiten zu zweit wohnen könnten, während die anderen in der Turnhalle übernachten müssen. Die Hotels werden ja nach der Vorlage umgebaut und die werden so umgebaut, dass immer Mehrfachbelegungen in den Räumen möglich sind. Und auch schon aus dem Grund ist es eine vernünftige Sache und hat nichts mit angeblichem Luxus zu tun, der den Flüchtlingen da geboten wird. Es ist einfach so, dass man die Gebäudesituation ausnutzt. Große Bauchschmerzen haben die Antragsteller bei der Containerunterbringung. Die Containerunterbringung ist ein sehr, sehr teures Unterfangen. Ich glaube, wir sollten alle so ehrlich sein und uns sagen, wir können heute nicht sagen, wir verzichten auf so eine Unterbringung generell. Da würde man sich auch die Welt schöner malen, als sie ist. Aber wir können uns, und das halten wir trotz der angespannten Lage, für verantwortbar. Wir können der Verwaltung und uns eine gewisse Atempause verschaffen, indem wir heute nicht über die Containerpunkte, also 12 bis 14, entscheiden, sondern der Verwaltung einen klaren Prüfauftrag geben, oder nicht einen Prüfauftrag, einen Arbeitsauftrag, genau darzustellen, wo man auf die Containerunterbringungen doch verzichten könnte, weil leerstehende Gebäude in der Nähe sind, die man herrichten könnte, weil möglicherweise die eine oder andere Möglichkeit besteht, kurzfristige Zwischenquartiere zu errichten mit Leichtbauweise. Da gibt es verschiedene Komponenten und wir erwarten von der Verwaltung, dass sie nicht einseitig sich jetzt auf die Containerunterbringung kapriziert, sondern dass sie auch hier noch mal mehr Energie, als sie ohnehin schon aufbringt, um zu uns genau darzulegen, wo Container unbedingt notwendig sind. Wir wollen die Container nicht prinzipiell ausschließen, weil kein Mensch weiß, wohin die Reise noch geht und wo sie enden wird. Aber wir können jetzt verantworten zu sagen, wir verzichten auf die Möglichkeit, heute darüber zu entscheiden. Und deswegen werden wir auch einen Vertagungsantrag einbringen, dass wir über diese Punkte in der nächsten Stadtratssitzung entscheiden. Das erscheint uns verantwortbar, vertretbar gegenüber der Verwaltung, der wir natürlich einiges zumuten, aber auch vertretbar gegenüber den Bürgern, die auch ein Recht haben, zu wissen, warum wir derartig teure, trotzdem kurzfristige Lösungen im Einzelfall nehmen müssen. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion. Wer möchte? Herr Engler. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Herr Oberbürgermeister, Verzeihung.
Ja, seit gefühlten 100 Jahren. Und ich muss sagen, ich bin erstmal sehr positiv überrascht von den Worten meines Vorredners, Herrn Avenarius, die Punkte 12 bis 14 generell noch einmal zu überdenken, mit einem Prüfauftrag zu versehen. Denn die vorgeschlagenen Standorte Zellischer Weg, Altenberger Straße, Washington Straße sind in ihrer derzeitigen Konzeption ja doch sehr hart, möchte ich sagen, auch gerade wenn man sich überlegt, na 510 noch zusätzlich in den Bereich Altenberger Straße 83 unterzubringen, in diesen engen Raum. Wer die Initiative auch der Freien Evangelischen Schule gelesen hat, weiß, dass das schon eine ziemliche Zumutung darstellt. Und ich halte diesen Prüfauftrag für unterstützenswert, der Verwaltung dahingehend die Möglichkeit zu geben, andere Standorte in Dresden zu finden. Wir haben hier einen Ersetzungsantrag in der Form ja auch eingebracht. In dem Fall könnte ich den Prüfauftrag dahingehend auch erweitern, auch zu prüfen, inwiefern die Flächen um den Alaunpark, speziell den sogenannten Russensportplatz, auch herangezogen werden könnten, um einen Container dort unterzubringen. Und ich möchte trotzdem auch noch nahelegen, den Standort Zillischer Weg, gerade weil dort in dieser Umgebung schon sehr viele Asylbewerber untergebracht sind, vielleicht nicht unbedingt in städtischen Unterbringungseinrichtungen, aber vor allem in Landeseinrichtungen. Und das sind summa summarum 1850. Und jetzt nochmal wiederum knapp 300 noch hinzuzufügen und sogar unmittelbar in der Nähe, wo viele Studenten wohnen müssen. Das ist ja praktisch der Vorgarten, diese Wiese dort. Ich habe da mal gewohnt in einem dieser Wohnheime. Das ist schon, etwas schwierig. Und ich würde dringend raten, dass wir dort andere Flächen finden und noch gerade dieses Containerlager dort beispielsweise auf den Russensportplatz zu verlegen. Denn ich denke, auch die rot-rot-grüne Mehrheit dürfte einsehen, dass es in der aktuellen Zeit nicht gerade vertretbar und nachvollziehbar ist, dort ein Biotop zu erzeugen und dort diese Fläche zu ertüchtigen, währenddessen woanders in der Stadt Grünflächen aufgegeben werden müssen, die sehr schön aussehen. Und in diesem Sinne möchte ich diesen Vertagungsantrag unterstützen und gleichzeitig die Verwaltung fragen, wiefern man dann trotzdem sicherstellen kann, dass diese Container uns zur Verfügung stehen, weil ja eine Hausmitteilung uns zugereicht wurde, dass unter Umständen, wenn wir jetzt keine Entscheidung finden, dann im Januar diese Container gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also das müsste sozusagen bei diesem Prüfauftrag mit berücksichtigt werden, dass wir uns diese Container trotzdem sichern, soweit möglich. Vielen Dank. So, dann haben wir als nächstes die FDP-Freie Bürgerfraktion, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdner. Ja, jetzt ist es 12 Monate her, dass wir das unendliche Spiel um die ständige Unterbringung der Asylbewerber in dem Stadtrat in Deutschland, in Sachsen führen, in den ganzen Ländern. Ich bedanke mich als erstes ganz herzlich beim Oberbürgermeister, bei der Verwaltung, die rein gesetzlich die Unterbringungspflicht der Asylbewerber haben und dadurch natürlich in einer absoluten Zwickmühle sind. Sie müssen die verfehlte Politik, angefangen von der Bundeskanzlerin, die die Welt nach Deutschland einlädt, ganz Europa gegen sich aufgebracht hat, über die Länder, die als nächstes an der Reihe waren, sind die Kommunen und die Städte die Letzten, die diese Fehlentwicklung bereinigen müssen, aufnehmen müssen, klären müssen. Herr Avenarius, ich sehe auch bei Rot-Rot-Grün langsam eine Entwicklung, die mein Fraktionschef Holger Sastrow vor der vorletzten Stadtratssitzung mal angesprochen hat. Wir müssen alle dazu kommen, eine Diskussion zu führen, was können wir aufnehmen? Was können wir aufnehmen in Deutschland, in Sachsen, in Dresden, in jeder Kommune? Wir als FDP-Freie Bürgerfraktion sind der Meinung, dass wir als Dresden an die Grenzen angekommen sind, dass wir wenigstens eine Verschnaufpause brauchen. Ich akzeptiere jeden, der sagt, wie Sie sagen, wir sind noch nie an dem Punkt angekommen, dann bringen Sie bitte Vorschläge und beauftragen Sie nicht nur die Verwaltung, neue Standorte zu finden. Wir haben hier wieder 4 neue Großstandorte, die wir heute beschließen sollen, die schnell durchgewunken werden sollen. Die Bürger sind
wie in den ganzen anderen Einrichtungen sehr erregt. Wie gesagt, ich merke, dass auch von Rot-Rot-Grün jetzt langsam dazu übergegangen wird, Anregungen vom Bürger aufzunehmen. Das ist eine gute Entwicklung. Gestatten Sie mir, wie gesagt, anhand dieser vier Standorte sowie dieser drei anzumietenden Hotels auf ein paar Sachen hinzuweisen, die trotz alledem zeigt, in was für einer Zwickmühle wir sind und wo wir auch wieder rauskommen, entweder diese Vorlagen überhaupt nicht zuzustimmen zu können oder uns wenigstens enthalten können. Sie haben selber schon angesprochen, Großenhainer Straße, eigentlich genau das, was wir vor 12 Monaten gesagt haben, kleinteilige Einrichtungen, Wohnungen. Wir haben aber genauso schon immer gesagt, es gibt Asylsuchende, es gibt die Dresdner und die Asyllobby, die Asylindustrie, die davon profitieren. Und mit dieser haltlosen Politik, die wir hier machen, führen wir die Leute, Herr Scholbach, Sie können dann wieder zum Nazivolk sprechen, wie Sie ja alle titulieren, die Kritik üben. Herr Kiesling, Sie können es ja. Ich rede an die, die für einen doppelten Mietzins an eine in der Not leidende Stadt und wir müssen es annehmen. Was? Wer? Lassen Sie mich da aus. Frau Dr. Geitsch, Sie können dann noch hierher kommen. Sie können Ihre Position auch gerne. Wir werden auf jeden Fall, wenn die Großenhainer Straße, wenn der Änderungsantrag der Union nie angenommen wird, diesen Wiedmucher und diese Zerstörung des Mietpreisspiegels nicht zustimmen können. Gestatten Sie mir einen kleinen auch Spaß, also wenn man mal genau die Vorlage zum Zellschen Weg und den Leuten dort guckt, die Firma oder die dieses Heim aufbaut. Ecolog GmbH aus Düsseldorf, eigentlich ansässig in Dubai. Eine Firma, die Militärdienstleister hat, die mit an den Kriegen verdienen, die aus einem Land kommen, wo die meisten Flüchtlinge, also aus einem arabischen Land kommen, die nie einen arabischen Flüchtling aufnehmen, die verdienen noch an uns, an unserer Notleitung Geld. Schon deswegen würde ich dieser Vorlage nie im Leben zustimmen können. Und gestatten Sie mir natürlich auch nochmal Wilhelm-Franke-Straße. 900 oder fast 1000 Leute dort unterzubringen. Die Eigentümer der Hotels wollen stillschweigen beschworen. Wir reden hier von den Asylbewerbern. Selbstverständlich müssen die untergebracht werden. Aber wir reden auch über Leute, die gestern aus der Zeitung erfahren haben, dass sie wieder ihre Arbeitsplätze verlieren. Hier geht es. Einer, der wahrscheinlich nicht in Dresden sitzt, ich kenne den Eigentümer dieses Hotels, die Wilhelm-Franke-Straße, der verdient in 3 Jahren 29,5 Millionen mit der Hütte. Wo komme ich denn hin? Und dieses Problem liegt nie an uns, das liegt nie an Dirk Hilbert, sondern an der Bundesregierung, die Tore aufgemacht hat und die Kommunen im Regen stehen lässt. Wir wissen nicht, wie wir es bezahlen, wir wissen nicht, wie wir die Leute unterbringen und aus dem Grund muss diesem Irrsinn ein Einhalt geboten werden. Danke. Als nächstes die CDU-Fraktion und bitte der Hinweis. Sie sind uns herzlich willkommen, aber Beifallsbekundungen sind nicht zulässig, weder im Positiven noch im Negativen als Zuschauer. CDU-Fraktion, Herr Dr. Böbekon. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir alle als Stadträte sind am Gemeinwohl interessiert und wir engagieren uns für das Gemeinwohl. Und alle, die das tun, machen sich selbstverständlich auch Gedanken über Fluchtursachen, Herr Avenarius, und machen sich auch Gedanken, Herr Genschmar, über die Politik der Bundesregierung, über Sinn und Unsinn einer Regierung, die letztlich mit dazu beiträgt, in 11 Monaten 1 Million neue Leute in unser Land zu holen. Und zwar ohne, dass die Kommunen wissen, ob sie die Finanzierung zurückbekommen und ob sie überhaupt in der Lage sind, das zu machen. Das ist alles legitim. Aber darum geht es heute nicht. Und deshalb will ich über diese Themen auch hier nicht diskutieren. Wir haben heute eine Pflichtaufgabe mit unbeschränktem Weisungsrecht auf dem Tisch. Herr Oberbürgermeister könnte das auch in eigener Regie machen. Er macht es nicht, er legt es uns vor, weil er die Ratschläge und auch den Konsens und die Unterstützung des Stadtrates dafür haben möchte. Dafür haben wir Verständnis und der Oberbürgermeister wird sicherlich
am Ende dieser Diskussion und vor allem am Ende der Beschlussfassung neu bewerten müssen, ob das eine gute Idee war oder aber eben auch nicht. Das wird sich herausstellen. Wir jedenfalls stellen uns der Verantwortung, auch wenn sie unbequem ist. Wir werden diese Vorlagen im Wesentlichen mittragen, weil wir uns der Verantwortung stellen. Wir winken sie aber nicht durch, ohne jegliche Diskussion und ohne uns die Einzelpunkte anzusehen. Aber auch ohne die Verwaltung bremsen zu wollen angesichts der Gesamtlage und hier nochmal ein Prüfauftrag und dort nochmal ein Gesamtprüfauftrag über alle Container, dauert nochmal 3 Monate, aber die Zeit haben wir ja Ihrer Meinung nach. Also so geht es sicherlich nicht, sondern wenn wir uns der Verantwortung stellen, müssen wir im Wesentlichen sagen, das ist ein Weg, wo es wenig Alternativen gibt. Ich denke auch, das ist ein Thema, was sich wie wenig andere dazu eignet, zusammenzurücken, sachlich zu diskutieren und den Konsens zu suchen. Wir haben das versucht, wir haben einige Änderungsanträge zu den Vorlagen, wir haben uns alle Mühe gegeben, diese rechtzeitig den anderen Fraktionen zuzustellen, damit dort eine sachliche Diskussion möglich ist und wir möglichst zu den gemeinsamen Anträgen kommen können. Was aber ist passiert? Wir haben eigens zur Beratung dieser Vorlagen fast 3 Stunden in einer gemeinsamen Ausschusssitzung gesessen. Wir haben unsere Vorlagen eingebracht, sie sind ohne weitere Diskussion alle durch die Bank weg abgelehnt worden von der rot-rot-grünen Mehrheit. Und dann kommen wir hier in den Saal und ich denke, ich traue meinen Augen kaum. Da liegen endlos lange Änderungsanträge auf dem Tisch. Ein Änderungsantrag mit 16 Punkten, kein Wort ist darüber in den Ausschussberatungen verloren worden. Das zeigt doch sehr... Das zeigt sehr, sehr deutlich. Da denke ich auch zum Beispiel an die Beharrung darauf, diese Ombudsvorlage hier zu behandeln, ohne jegliche Ausschussberatung. Das zeigt sehr deutlich, dass Sie überhaupt nicht interessiert sind, hier einen Konsens zu suchen. Dass es einfach darum geht, Ihre Meinung hier durchzuboxen, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne sachliche Argumente anzuhören. Das halten wir für sehr, sehr schade, denn wir haben ja durchaus ähnliche Ansätze. Hier ist es allerdings zu spät, darüber zu diskutieren. Wir haben da bei der Ginsterstraße einen ähnlichen Ansatz und so weiter. Wir haben auch bei anderen, zum Beispiel bei der Kosenheimer Straße, da haben wir auch einen sehr ähnlichen Ansatz. Da hätten wir sehr gut zu einem gemeinsamen Änderungsantrag kommen können, wenn Sie das nur gewollt hätten. Das wollten Sie aber nicht. Und das ist dieser Sache der Ernst der Situation und der Sensibilität dieses Themas in keiner Weise angemessen. Ich will jetzt die Änderungsanträge nicht alle hier vorstellen. Es wurde ja ursprünglich gesagt, dass wir zunächst erstmal zum Generellen kommen. Ich will mich jetzt erstmal auf das beschränken, was die 848 betrifft. Das ist die erste Vorlage, dort haben wir, ich will es nicht vorlesen, aber bloß nochmal auch für die Öffentlichkeit sagen, im Wesentlichen 2 Änderungsanträge. Der erste Antrag behandelt das Objekt zur Wetterwarte. Das ist ein Objekt, das haben wir 2013 schon mal beschlossen. Damals standen 450.000 Euro zur Diskussion. Jetzt sind es 1,2 Millionen. Es ist das mit Abstand teuerste Objekt, was die spezifischen Kosten betrifft. Fast doppelt so hoch als das nächste. Und deshalb sagen wir, das möchten wir noch mal zurückstellen, bis wir sicher sind, wie denn da eine Refinanzierung erfolgt. Damit schmeißen wir die gesamte Konzeption der Stadtverwaltung nicht, ein relativ kleines Objekt. Ich denke, das ist eine sinnvolle und verantwortbare Lösung. Der zweite Antrag betrifft die Ginsterstraße. Wie gesagt, Sie haben einen ähnlichen Antrag. Wir sagen, wir stellen das Haus bitteschön wenigstens nochmal zurück und lassen die Stadtverwaltung bei diesem speziellen Fall nochmal prüfen, ob wir die 300 nicht irgendwo anders kommen, weil das ja auch für andere Sachen vorgesehen ist und dort auch praktisch eine ziemlich massive Äußerung von Eltern dort war. Über 500 auf diesem Standort sind schon ganz schön viel, geschweige denn von den 1000 dort im Treffhotel. Die anderen Anträge, da werden dann andere wahrscheinlich nochmal das Wort ergreifen und andere müssen es dann ertragen, das ist richtig. Ich will es dabei bewenden lassen. Ich lade Sie nochmals ein zu einer wirklich sachlichen Zusammenarbeit. Hoffnungsvolle Ansätze gab es bei der Rede von Herrn Arjarius. In der Praxis aber, in dem, wie Sie handeln, haben Sie das bisher in keiner Weise gezeigt.
Wir wünschen, dass Sie dort verantwortungsvoller mit uns umgehen. Als nächste Fraktion Die Linke, Herr Schäuble. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, wenn wir uns anschauen, über welche Beträge wir hier binnen weniger Tage zu entscheiden haben, wenn wir betrachten, um wie viele tausend Menschen es geht, wenn wir sehen, in welch kurzfristiger Zeit diese Entscheidungen getroffen werden müssen, dann ist festzustellen, dass wir uns tatsächlich in einer krisenhaften Situation befinden. Und in dieser Situation möchte ich zunächst erstmal der Stadtverwaltung unseren Dank aussprechen, dass sie trotzdem bemüht ist, gute und adäquate Lösungen zu finden und im Gegensatz zu anderen Kommunen nicht auf Turnhallen setzt, nicht auf Zelte setzt, versucht, die Messe zu vermeiden und versucht, die Flüchtlinge halbwegs menschenwürdig unterzubringen. Wir haben als Kooperation von Linken, Grünen, SPD und Piraten bereits vor einem Jahr Verantwortung übernommen. Als Helma Oros von der CDU, die damalige Oberbürgermeisterin, mit einer Vorlage in den Stadtrat kam zur Unterbringung von Flüchtlingen und als ihr die CDU in den Rücken fiel. Wir haben vor wenigen Wochen Verantwortung übernommen, als Dirk Hilbert, der Oberbürgermeister von der FDP, in den Stadtrat kam und ihm wieder die rechte Seite dieses Hauses in den Rücken fiel. Und wir werden auch heute wieder Verantwortung übernehmen, indem wir der Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten zustimmen, indem wir der Schaffung von Unterbringungskapazitäten in Hotels zustimmen, damit wir in den kommenden Monaten handlungsfähig sind, damit die Flüchtlinge im Winter ein Dach über dem Kopf haben und angemessen versorgt werden. Aber wir haben uns natürlich in Verantwortung für diese Stadt, die wir auch wahrnehmen, mit den Vorlagen beschäftigt und das sehr intensiv, bis tief in die Nacht hinein am Dienstag, in vielen Sondersitzungen, in Gesprächen, die wir jetzt im Tagestakt mit der Stadtspitze geführt haben, und haben uns angeschaut, wo müssen wir auch Anregungen der Bevölkerung aufnehmen. Und wir haben sehr genau hingehört, ob das nur Parolen waren, wie die Flüchtlinge wollen wir hier nicht, die sollen doch lieber woanders hin, oder ob es tatsächlich Vorschläge waren, die von Sorge getragen waren und die tatsächlich auch Auswege aufgezeigt und Alternativen aufgezeigt haben. Und deshalb haben wir zum Beispiel den Vorschlag des Ortsbeirates Kotta übernommen und werden die Unterbringung im Objekt Ginsterstraße auf 300 Plätze begrenzen, weil wir einfach die Sorge haben, wenn man dort eine höhere Konzentration schafft, dass man dort eine problematische Situation organisiert, und die wollen wir vermeiden. Und deshalb wollen wir dort mit Augenmaß herangehen. Wir haben uns angeschaut die Frage der Containerstandorte, und hier haben wir eine klare Prämisse. Wir wollen, dass die Schaffung von Wohnraum Priorität hat vor der Anschaffung von Containern, weil natürlich Wohnungen nachhaltiger sind, weil sie dauerhafter, längerfristig nutzbar sind und deshalb aus unserer Sicht vernünftig sind. Und deshalb schlagen wir mit unserem Änderungsantrag vor, dass tatsächlich die Errichtung neuer Wohnungen Vorrang hat vor der Anmietung und dem Erwerb von Containern. Wir haben weiterhin eine Überlegung entwickelt. Wir sagen, wir müssen in jedem Fall vermeiden, dass Flüchtlinge auf die grüne Wiese in Zelte gepackt werden. Wir wollen vermeiden, dass sie in Turnhallen zusammengepfercht werden. Und deshalb wollen wir den Oberbürgermeister beauftragen, Gespräche zu führen
mit Vermieterinnen und Vermietern außerhalb Dresdens, wo Wohnraum leer steht, damit wir dort zusätzlichen Wohnraum anmieten können. Das ist auch im Interesse der Umlandkommunen, die ja Leerstand haben. Und insofern können wir Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen. Wir müssen sie nicht in Zelte stecken und haben auch für die Kommunen dort etwas getan, indem wir leerstehenden Wohnraum anmieten, meine Damen und Herren. Ich möchte noch etwas zur CDU sagen. Als Sie, Herr Dr. Böhme-Korn, und auch als der Redner von der FDP sprachen, es hat mich wieder einmal geschaudert. Der CDU-Redner hatte heute mal Kreide gefressen. Aber wissen Sie, wenn wir erleben, wie Sie in den Ortsbeiräten aufgetreten sind, wie Ihre Leute da aufgetreten sind, wie Sie gemeinsam mit AfD und NPD Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht haben, dann kann ich nur sagen, das Verhalten der CDU insgesamt in dieser Stadt in den vergangenen Wochen war zutiefst verantwortungslos. Und wenn ich mir anschaue, Sie haben in Polis mit FDP, mit AfD und NPD einfach die Vorlage abgelehnt, ohne eine Alternative vorzulegen. Das ist doch nicht verantwortungsbewusst. Meine Damen und Herren, erregen Sie sich nicht so, es ist ganz schlecht fürs Herz. Meine Damen und Herren, wir haben einen umfangreichen Änderungsantrag vorgestellt. Ich habe wesentliche Punkte vorgetragen zu diesem Änderungsantrag. Wir werden heute Verantwortung übernehmen, im Wesentlichen die Vorschläge der Stadtverwaltung mittragen, hier im Stadtrat beschließen. Und dort, wo es Verbesserungsbedarf gibt aus unserer Sicht, werden wir entsprechend die Vorlagen korrigieren, verbessern. Und ich werbe um Zustimmung. Vielen Dank. So, jetzt für die Fraktionslosen. Herr Bauer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte, wir haben heute hier die geballten Auswirkungen der katastrophalen Asylpolitik der Bundesregierung auf dem Tisch liegen. Gleich 6 Vorlagen beschäftigen sich mit der Frage, wie die Stadt Dresden als Kommune und somit als Unterbringungsbehörde das von anderen verursachte Chaos in den Griff bekommen soll. Trotz der offensichtlichen Unrechtmäßigkeit der derzeitigen Asylpraxis habe ich keinen Zweifel daran, dass die linke Selbstzerstörungsmehrheit in diesem Stadtrat auch diese Vorlagen wieder in blinden Kadavergehorsam gegenüber der Asyllobby ohne Scham und ohne Gewissensbisse durchwinken wird. Trotzdem wollen wir als NPD-Gruppe dem unsere Ersetzungsanträge zu jedem einzelnen dieser 6 Punkte entgegenstellen. Und ich sage ganz klar und deutlich hier an dieser Stelle, dass wir uns nicht verstecken wollen hinter irgendwelchen Formalitäten, sondern wir sagen ganz fundamental und ganz deutlich, damit auch niemand hier einen Zweifel hat, wir lehnen diese Vorlagen aus Prinzip ab, weil wir es für falsch halten, dass Verfassungs- und Rechtsbruch, der hier auf höchster Ebene begangen wird, sehenden Auges von uns als Stadtrat auch noch unterstützt wird. Es macht überhaupt keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob die Miete für die beiden Gebäude in der Großenhainer Straße zu hoch ist oder ob sich Anwohner darüber beschweren, weil sie im Vorfeld nicht ausreichend informiert wurden. Liebe Stadträte, darum geht es überhaupt nicht. Es geht ganz klar darum, dass wir konsequent und fundamental Nein zu diesem Irrsinn sagen und dass wir uns nicht zum Helfershelfer einer illegalen Zuwanderung unter dem Deckmantel des Grundrechts auf Asyl machen. Und Herr Dr. Böhme-Korn, es geht eben, wie Sie gesagt haben, nicht um 1 Million Leute, die hier kommen, sondern man kann das Kind ruhig beim Namen nennen. Es geht hier ganz klar um illegale Zuwanderung. Nichts anderes ist das, was wir hier erleben. Und die eine Million Leute, die hier in dieses Land kommen, sind illegale Zuwanderung. Und der Artikel 16a im Grundgesetz besagt ganz eindeutig, dass ausschließlich politisch Verfolgte Asylrecht genießen. Da steht weder etwas von Wirtschaftsflüchtlingen noch von Kriegsflüchtlingen, da steht ausschließlich politisch Verfolgte. Und ausschließlich
hören Sie mir zu, ich bin noch nicht am Ende. Und tatsächlich politisch verfolgt waren, die Zahlen können Sie alle nachlesen, tatsächlich politisch verfolgt waren laut dem Bundesamt für Migration, laut den aktuellen Zahlen in diesem Jahr noch nicht einmal 1%. Noch nicht einmal 1% sind tatsächlich politisch verfolgt. Dann kommt noch dazu, dass im Absatz 2 von dem Artikel 16a ganz konkret drinsteht, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. So viel dazu. Und auch das Asylgesetz, auf das sich wiederum das für uns als Unterbringungsbehörde gültige sächsische Flüchtlingsaufnahmegesetz bezieht, wird völlig missachtet. Und somit ist doch klar, dass wir uns als Kommune in keinster Weise verpflichtet fühlen müssen, der vermeintlichen Pflicht zur Unterbringung von sogenannten Asylbewerbern nachkommen zu müssen. Stattdessen, jetzt komme ich zu unserem Ersetzungsantrag, fühlen wir uns als NPD an Artikel 20 des Grundgesetzes gebunden, in dem es in den Absätzen 3 und 4 heißt, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Die verfassungsmäßige Ordnung ist durch die aktuelle rechtswidrige Asylpraxis der Bundesregierung ganz eindeutig gefährdet. Darum berufen wir uns mit unseren Ersetzungsanträgen auf dieses grundgesetzlich verankerte Widerstandsrecht. Es ist geradezu unsere Pflicht als Stadträte und als Bürger dieses Landes, uns gegen das Totalversagen der Bundesregierung in der Asylkrise zur Wehr zu setzen. Die verheerenden finanziellen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind bereits zu spüren. Lassen Sie uns handeln, bevor es zu spät ist. Leisten Sie jetzt Widerstand. Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Vielen Dank. So, damit sind wir einmal durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Arnert, Frau Hinz, Herr Glien. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen Stadträte, wir haben einen typischen Herrn Scholbach hier vorne wieder zappelnd erlebt, wie er kurz durchdreht. Ihnen muss ich doch kurz mal antworten auf alle Ihre Vorwürfe unseren Ortsbeiräten gegenüber. Die sind eine bodenlose Frechheit, Herr Scholbach. Vor allen Dingen im Ortsbeirat in Prohlis haben unsere Ortsbeiräte gezielt nachgefragt. Wir haben hier an dieser Stelle vor wenigen Wochen alle gemeinsam beschlossen, dass wir an diesem Standort ein Gymnasium Prohlis haben wollen. In diesem Ortsbeirat hat Herr Mania ganz deutlich gemacht, dass alle Baumaßnahmen bereits in der Umsetzung sind. Ich empfehle Ihnen mal einen Blick auf meine Facebook-Seite. Ich habe mir gestern diese Boxberger Straße angeschaut. Hier geht es nicht darum, dass wir etwas in Auftrag geben. Die Sachen sind bereits umgesetzt. Und das hat Herr Mania ganz klar erklärt. Es ist auch ganz klar erklärt worden, dass es hier um eine Umwidmung geht, dass dieses Gebäude anschließend nicht mehr als Schulstandort in der nächsten Zeit nutzbar ist. Und Herr Dr. Lames, Ihr Bürgermeister, hat das heute ganz klar hier vorgetragen. Zu unterstellen, dass wir hier fremdenfeindlich und unmöglich unterwegs waren, ist eine bodenlose Frechheit. Uns geht es hier um das Gymnasium und uns geht es darum, dass andere Sachen hier nicht hinten runterfallen. Zum Standort Altenberger Straße, auch der ist im Ortsbeirat durchgefallen. Auch da haben wir dagegen gestimmt. Aber wir haben vorher einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht. Wir haben uns hier konstruktiv beteiligt. Sie stellen sich hier hin und sagen, wir machen das nicht. Es ist eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit. Frau Hinz und dann Herr Fien. Ja, ich mache es gleich von hier aus. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mich treibt das Problem der Asylunterbringung um. Und ich weiß, dass wir auch die Hotels brauchen. Ich sehe aber bei der Wilhelm-Franke-Straße, bei der Größenordnung der unterzubringenden Asylbewerber, doch ein großes Problem.
ich kann alles jetzt mitgehen und alles mittragen, aber ich möchte darum bitten und das als Ergänzungsantrag machen, dass unbedingt schnellstmöglich die Verwaltung eine Bürgerversammlung einberuft, denn dort sind die Bewohner wie die Hühner aufgescheucht. Und damit wir dort nicht noch mehr Pulver verschießen, wäre es wichtig, dass dort schnellstmöglich eine Bürgerversammlung gemacht wird. Darum bitte ich jetzt. Und ich hoffe, Sie stimmen mir hier alle zu. Jetzt Herr Green, dann Herr Genschmann. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, im Mittelmeer ertrinken jede Woche Menschen in viel zu kleinen Booten, die eine Überfahrt versuchen. Und warum passiert das? Weil die Schlepper in ihrer Gier niemals sagen, Schluss, das Boot ist voll. Nein, sie laden immer noch mehr Leute ein in das längst überladene Boot und verkünden, ja, das schaffen wir, ja, wir schaffen das. Ja, so sind sie, die Kriminellen. Schlepper. Herr Oberbürgermeister, Frau Sozialbürgermeisterin Dr. Kaufmann, mitten in die Stadt zwischen Menschen, die lange hier wohnen, die hier verwurzelt sind, da wollen Sie Fremde hineinsetzen, die in keiner Weise Sicherheit bieten, sich auch nur einigermaßen angemessen zu benehmen. Vielmehr gibt es mittlerweile wirklich Tausende von Belegen, dass das nicht gut geht. Und wir als NPD stehen zu unserer Verantwortung. Und zwar zu unserer Verantwortung für unsere Menschen hier in unserer Stadt. Die haben uns gewählt und die erwarten, dass wir sie schützen. Steine gegen Polizisten, das muss man sich vorstellen. Hier in Dresden im Asylheim. Männer, die als Gruppe eine einzelne Frau umringen, um sie sexuell zu demütigen, bis hin zu Vergewaltigungen. Die Gewalt der verschiedenen Völkerschaften untereinander. Raub, Diebstahlsdelikte gegen Schwächere, gegen Alte, in kleinen Läden, Drogenhandel, darüber sprachen wir heute auch schon, Sachbeschädigung bis hin zur Vermüllung des Umfeldes. Und alles das können Sie ohne Übertreibung tausendfach im Internet finden, belegt in Videos. Ein Vorkommen in einer Anzahl, dass selbst Ihre Lügenpresse nicht mehr umhinkommt, regelmäßig darüber zu berichten. Und es gibt auch Äußerungen von horrenden Persönlichkeiten des Staates. Davon, dass diese Fremden kein Recht haben, hier zu sein, weil sie aus sicheren Drittstaaten einreisen und dass sie nur zum Schein Asyl beantragen, dass 50% der syrischen Pässe gefälscht sind, in dem Sinne, dass ihre Inhalte willkürlich sind, davon will ich gar nicht mal reden. Nein, meine Damen und Herren, es geht hier um Leib und Leben. Es geht um die Unversehrtheit der Menschen in unserer Stadt, wenn sie mitten in Laubegast, in Drachenberge, in Prolitz oder in Kaditz derartige Mengen hineinsetzen, die nicht von Leuten, die nicht hier leben können. Niemand hilft den Bürgern unserer Stadt, wenn es zu Übergriffen kommt. Die Rechtspflege kommt zum Stillstand und schaut weg. Die Polizei ist meistens noch gutwillig, aber sie ist hoffnungslos überfordert. Das Beispiel, dass Gesetze übergangen werden, um diese wahnsinnige Asylpolitik durchzusetzen, die haben Sie hier vorne sitzen. Herr Oberstaatsanwalt Abenarius, ich habe Sie darauf hingewiesen, dass Gefahr für Leib und Leben ist. Gift droht ins Grundwasser zu gehen. Graben Sie bitte nach den 20 Tonnen Dachpappe. Prüfen Sie das, auch wenn es natürlich furchtbar ärgerlich wäre für die Stadt, wenn 450 Flüchtlinge in diese Unterkunft nicht hineinkommen, so wie Sie es gerne wollen. Irgendein rachgieriger Vermieter unterschlägt einfach eine Familie, dachte ich. Bis heute Mittag, bis ich die Akten einzig genommen habe. Das ist ein bisschen anders. Ich kann es hier nie sagen, ich kann die Akten einzig nie offen zitieren, aber es ist nicht so, dass es nur einseitig ist, sondern es ist schon gerne angenommen worden von der Stadt, um eine notwendige Genehmigung zu umgehen. Und Herr Oberbürgermeister, die zynische Antwort, die ich bekommen habe, als ich nachfragte, wie es denn gehen soll, dass mitten in einem Asylheim eine Firma residiert, die müssen Sie sich zurechnen lassen. Sie ist in Ihrer Verantwortung, was Dr. Luna vorgetragen hat. Es bedarf erst einmal einer besonderen Erläuterung,
warum es eine Zumutung ist, in die eigenen Räume zu kommen und dabei ein Asylantenheim durchqueren zu müssen. Haben wir hier oben von Herrn Dr. Luna gehört. Bodenlos zynisch. Kleine Kinder, Kosenheimer Straße, davon rede ich, sollen in ihre Wohnung kommen und rund um alle anderen Wohnungen sollen mit Asylanten belegt werden. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich habe dann noch einen zweiten Redebeitrag und bitte Sie, mich vorzuwerken, Herr Oberbürgermeister. So, Herr Genschmer, und dann würde ich Kollegen Vorjahren bitten, nochmal, es sind ja Fragen gestellt worden zum Thema, welche Auswirkungen hat das, wenn die Containervorlagen vertagt würden auf die Beschaffung. Würde er da nochmal ganz kurz Stellung nehmen. Ja, Herr Oberbürgermeister, gestatten Sie mir noch ein paar Ausführungen auf den kleinen Wurzelzwerg, der jetzt gerade als vorletzter Redner geredet hat. Ich glaube, die rechte Seite von mir, die ist es gewöhnt. Und ich glaube, wenn man von so einer Person angegriffen wird, dann gehen wir immer davon aus, dass wir relativ viel richtig machen. Ich glaube, das ist so der Fehler, dass was die Bundeskanzlerin macht, wenn ich von Rot-Grün gelobt werde, dann müsste ich spätestens dann überlegen, ob ich nicht irgendwas falsch mache. Aber wenn Sie hier die Ortsbeiräte und die Dresdner ständig angreifen und in die rechte Ecke schieben, nur weil Sie mal Kritik äußern, ist das unterste Schublade. Herr Scholbach, was Sie hier abziehen, das sind die Gräben, die in der Dresdner Bevölkerung sind. Und wir können stolz sein auf die Dresdner. Die bringen sich ein, die kommen zu den Ortsbeiratssitzungen. Sie wohnen am Weißen Hirsch, wie ich da weiß. Haben Sie schon mal einen Antrag gebracht, dass dort oben ein Heim existiert? Dort gibt es nie ein Heim. Sie verdienen im Landtag Geld, Sie kassieren hier noch Geld, Sie könnten ohne Familie übernehmen. Wo ist Ihr Engagement, Herr Scholbach? Überlegen Sie sich das mal, dass Sie ständig auf die Leute ansprechen. Ich habe hier schon mehrmals hingewiesen, dass die Leute in Niedersedlitz, Leuben, Prohlis, wenn die Kritik an Heim gebracht haben, im eigenen Ortsamtsbereich Alternativen vorgeschlagen haben. Und Sie schlagen immer mit Ihrer Luftkeule auf die Leute auf. Wie gesagt, ich glaube, dass unsere Seite die punktuelle Kritik gebracht hat, und das ist seit 12 Monaten der Fall, immer auch die Asylbewerber im Fokus gehabt hat und dass wir abgewogen haben, einzelne Standorte, und das habe ich vorhin auch gerade noch mal gesagt, zur Großenhainer Straße. Aber was Sie hier abziehen, ist unterste Schublade. Herr Kollege Vorjahren, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich versuche noch mal ein paar Fragen zu beantworten. Die entscheidende Frage hat ja Herr Engler heute aufgeworfen. Es geht nämlich darum, dass in verschiedenen Änderungsanträgen zu unseren Vorschlägen aus der Verwaltung heraus da ja noch mal Prüfaufträge erteilt werden. Da gibt es einmal dann die Situation bei den Containerstandorten, Herr Avenarius hatte das vorgetragen, da sollen wir nochmal Alternativen prüfen, das hier heute vertagen. Bei den Containern ist es so, Container sind nicht so am Markt einfach jetzt da, wo man jetzt aus einem großen Regal jetzt frei greifen kann, als wenn man bei Obi wäre und wenn man den einen Container nicht nimmt, dann nimmt man halt den anderen Container. Diejenigen, mit denen wir jetzt verhandelt haben, haben wir überhaupt mit aller größter Mühe und Not bei der Stange halten können, dass sie überhaupt den Termin hier heute abwarten. Wenn der Termin hier heute nicht zustande kommt, dann sind diese Container für uns weg. Und dann müssen wir uns erneut um neue Container kümmern. Und die Containerlieferanten werden dann fragen, wo kommt ihr her, aus Dresden? Ach, ist das nicht der Stadtrat, der so schnell entscheidet? Wir werden prüfen müssen, ob wir überhaupt noch als seriöser Verhandlungs- und Vertragspartner akzeptiert werden. Deswegen habe ich die doch dringende Bitte, vertagen Sie es nicht. Hier heute müssen Sie Hü oder Hott machen, Sie müssen springen oder Sie lassen es dann sein. Das Gleiche gilt für das Thema der Nachverhandlungen bei den Hotels. Natürlich kann man sagen, die Konditionen sind sehr zum Vorteil der Eigentümer. Aber auch hier haben wir unsere größte Mühe und Not, überhaupt die Vertragspartner bei der Stange zu halten. Die einen haben ja schon auch signalisiert, dass sie gar nicht mehr dabei sind, weil sie es sich natürlich nicht leisten können, in dieser öffentlichen Debatte zwischen den Fronten zu geraten. Jeder Auftrag an uns, hier nachzuverhandeln, bedeutet, dass wir Zeit in die Hand nehmen müssen und bedeutet dann, wenn wir nachverhandelt haben, mit welchem Ergebnis sollen wir ihnen dann kommen und wann sollen wir dann da kommen. Ich glaube, das Thema Nachverhandeln hat hier keinen Sinn. Wir werden den Verhandlungsabbruch da sehen. Und deswegen glaube ich, sollten Sie
in Erwägung ziehen, ganz dringend in Erwägung ziehen, hier heute zu diesem Vorlagen Ja zu sagen. Und so unangenehm das auch ist, mir tut es am allermeisten leid um die vielen, vielen Euros, nämlich für die wir ganz wunderbare andere Verwendungen haben. Wenn wir aber wollen, dass die Menschen so untergebracht werden, wie das hier vorgeschlagen ist, müssen sie Ja sagen. Wenn sie Zeit ins Land gehen lassen, laufen wir Gefahr, dass wir unkontrollierte Unterbringungssituationen haben und das politische Desaster wird größer für den Standort und der Standort hat schon schwer genug. Sie müssen jetzt ein bisschen Mut aufbringen und nicht mit zittriger Hand hier stehen und sagen, wir vertagen das mal. So, als nächste Wortmeldung hatte ich Herrn Krüger und dann Herrn Schmählich, Frau Barko, Herr Blüme. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf zwei Vorlagen zurückkommen. Zum einen die Vorlage 863, die Großenhainer Straße, und die 858, die Altenberger Straße. Auf vorab muss ich auch noch mal sagen, wir haben 2,5 Stunden in 2 Ausschüssen vor dieser Stadtratssitzung getagt. Wir haben uns die Mühe gemacht, ernsthaft uns mit diesen Thematik auseinanderzusetzen, haben rechtzeitig die anderen Fraktionen informiert. Es ist zu keiner einzigen Änderungsvorlage von uns auch nur ein einziges Wort von Rot-Rot-Grün verloren worden. Kein einziger Diskussionspunkt ist dazu aufgemacht worden. Es ist nicht mit einem Wort erwähnt worden, dass der große Führer Herr Scholbach schon wieder neue Änderungsanträge vorbereitet, die uns heute hier als Tischvorlage erreichen. Das ist eigentlich ein Skandal. Und es zeigt mir, wie schwach hier 2 Fraktionen in diesem Stadtrat sind. Und wir haben 2,5 Stunden Lebenszeit verschwendet, nur um dem Egomanen hier, oder Sie folgen diesem Egomanen. Zur besonders Geschmäckle hat das selbstverständlich auf der Großenhainer Straße. Wir haben vorgeschlagen, in unserem Änderungsantrag uns an der ortsüblichen Miete zu orientieren. Hier gibt es einen Vorschlag, 7,50 Euro, der liegt über diesen ortsüblichen Betrag. Ich finde es hochinteressant, dass auch der Vorsitzende des Mietervereins in der Zeitung postuliert, er will dafür kämpfen, dass die ortsübliche Miete eingesetzt wird. Und hier knickt er ein und folgt Herrn Scholbach und wird wieder diesen Mietwucher und den Miethaien, so wie er es ja selber mal nennt, folgen. Und diesen Wahnsinn, wir werden diesen Wahnsinn entsprechend nicht folgen. Asylunterkunft Altenberger Straße, ein Gebiet, was ohnehin geschunden ist. Wir wissen es, Abrissbeschluss 2008, Abriss 2012, wir wissen es alle. In diesem Gebiet sind bereits über 100 Asylsuchende untergebracht. Diese werden hervorragend durch die Volkssolidarität, viele kennen den engagierten Ortsbeirat, Herrn Schnuppe, werden hervorragend betreut. In Tolkewitz, in Seidnitz gibt es bisher überhaupt keine Auffälligkeiten. Interessant auch, dass alle diese Informationen, die über diese geplanten Dinge bisher herausgerutscht sind, nur über die sozialen Medien erfolgt sind, von Seiten der Stadtverwaltung, von der zuständigen Bürgermeisterin, Frau Dr. Kaufmann, Die Linke, nicht ein Wort. Ich habe auch im entsprechenden Ausschuss immer wieder darauf gedrängt, die Bürger rechtzeitig zu informieren. Nichts ist erfolgt. Ich möchte von dieser Seite nie wieder das Wort rechtzeitige Bürgerinformation, Bürgerbeteiligung hören. Was schlagen wir ganz konkret vor? Selbstverständlich, wir wissen, wir müssen nicht die Diskussion führen, dass die Menschen entsprechend untergebracht werden müssen. Wir müssen nicht die Diskussion führen, dass sie entsprechend mit Qualität untergebracht werden müssen. Zelte, Baracken sind für uns keine Alternative. Was schlagen wir konkret vor? Die dortige Auslagerungsschule auf der Altenberger Straße, dort haben wir auch, und das ist auch wieder eine Lüge des Herrn Scholbach, ja, wir haben im Ortsbeirat darüber gesprochen, der Ortsbeirat hat mit großer Mehrheit dafür votiert zu sagen, ja, wir werden nicht nur die Erdgeschossetage, sondern auch die beiden anderen Etagen belegen, also nicht nur 50, sondern 150 Leute unterbringen. Herr Scholbach lügt, wo er kann. Des Weiteren haben wir vorgeschlagen, den Containerstandplatz natürlich selbstverständlich mit einem entsprechenden Unterbringungskonzept, mit einem Sicherheitskonzept belegt.
zu haben in einer kleineren Form. Und auch haben wir eine Alternative benannt. Wir haben sie heute im Ausschuss benannt. Ich habe das Alle-Wohnheim benannt. Ich habe schon mehrfach das Schokopark-Gebäude benannt. Alles ist in der heutigen Situation, dass ja Geld keine Rolle mehr spielt, möglich. Also wir können Alternativen bieten. Auch hier, Herr Scholbach, Lüge, Lüge, Lüge. Wir werden also auf jeden Fall unseren Änderungsantrag in der Gestalt, dass wir sagen, einen verkleinerten Containerstandort an der Altenberger Straße, die Schule entsprechend ertüchtigen, dass wir dort alle drei Etagen haben, dann haben wir dort auch ein Gebiet. Denn wenn hier 600 Leute plus die 100 im Wohngebiet plus in der 100 Schule, dann wird das bedeuten, dass wir eben von unserem Prinzip abrücken, eine gleichmäßige Verteilung von Asylsuchenden in dieser Stadt zu finden. Also wir haben sehr wohl alle Dinge beachtet, wir haben sehr wohl abgewogen, aber leider eben ist in diesen 2,5 Stunden nicht ein einziges Wort von dieser Seite zu unseren ganzen Vorschlägen. Wir haben insgesamt 4 Änderungsanträge eingebracht, nicht ein einziges Wort ist gekommen. Es ist gut, dass heute Zuschauer da sind, es ist gut, dass es einen Livestream gibt, es ist gut, dass die Presse da ist, dass das Versagen dieser Seite heute mal ganz deutlich wird. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Schmelig und dann Frau Barkow. Herr Schmelig. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorab, wir streiten heute um den besten Weg, eine Pflichtaufgabe als Landeshauptstadt zu erledigen. Und es wird aber heute, höre ich nur, Probleme. Wir müssen es in irgendeiner Form hinkriegen. Ich möchte aber auch eine Sache mal sagen. Ich möchte auch mal die Chance formulieren wollen, die wir mit den Menschen, die zu uns flüchten und die Neudresdner werden, wenn sie dann einmal anerkannt sind, auch einmal in aller Deutlichkeit sagen und sagen, ja, wir haben diese Aufgabe auch, sie unterzubringen, weil nach wie vor in Dresden das Prinzip gilt, ihr seid willkommen. Das heißt nicht, dass wir alles durchwinken können. Das heißt nicht, dass wir nicht Fragen stellen können. Und, verehrter Herr Krüger, Sie können sich gerne hier so aufregen. Sie wissen selber, wir sollen heute Vorlagen zustimmen mit einem gesamten Volumen von 80 Millionen Euro. Und Herr Vorjohann, von Ihnen als Finanzbürgermeister hätte ich hier nicht allgemeine Appelle und von Alternativlosigkeit Worte erwartet, sondern was Sie als Finanzbürgermeister machen müssten, Deckungsvorschläge, Ideen dafür, wie im Grunde genommen dieses Geld aufgebracht werden kann. Kein Satz steht in diesen Vorlagen drin. Es regiert nur das Prinzip Hoffnung. Es regiert das Prinzip Hoffnung, der Freistaat möge dann doch vielleicht seiner Verpflichtung zusammen mit dem Bund nachkommen. Diese Hoffnung ist aber eben eine sehr vage, weil wir wissen, dass allgemein in diesem die Staatsregierung in solchen Fällen sehr gerne mit Pro-Kopf-Pauschalen arbeitet. Und deshalb ist es auch unsere Pflicht. Und Sie wissen selber, wie kurz diese Vorlagen bei uns auf dem Tisch gelandet sind. Es ist unsere Pflicht, darum zu ringen, was die beste Möglichkeit ist, die perspektivisch eine Integration der zu uns Kommenden ermöglicht, aber auch, was ist eine kostengünstige Lösung. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, Container, das hat durch die Blume auch Herr Vorjohann angesprochen, sind, weiß Gott, nicht die günstigste Lösung. Und wenn Sie sich anschauen, was auf der Kostenseite dies heißt, ist es erlaubt zu hinterfragen. Weil eine Sache auch klar ist, der Grundsatz, so wenig Container wie möglich, so viele Wohnungen, neue Wohnungen, umgebaute Wohnungen wie möglich, dieser Grundsatz spiegelt sich bisher nicht in der Politik wider. Und da muss ich nun leider auch ein kritisches Wort in Richtung unseres OBs sagen. Auch er hat bisher zu denjenigen gehört, die sich hingestellt haben und gesagt haben, die Wohnraumsituation in Dresden, das regelt irgendwie der Markt. Pustekuchen, das regelt nicht der Markt. Und wenn wir zustimmen sollen und wenn wir
das mittragen sollen, was hier an Notwendigkeiten da ist. Dann erwarte ich eigentlich auch vom Oberbürgermeister, dass er sich einmal vor diesen Rat stellt und sagt, jawohl, wir nehmen diese Herausforderung an. In den nächsten Jahren entstehen 2.000, 3.000 Wohnungen und ich stelle mich an die Spitze dieser Bewegung. Das ist auch eine Erwartung, die wir haben. Weil, und das ist der Vorteil dieser Vorlage, sie versucht aus dem Notfallmodus, in dem wir die ganze Zeit sind und für den ich niemanden, der da oben sitzt oder in dieser Stadtverwaltung arbeitet, beneide, aus dem Notfallmodus herauszukommen. Wir versuchen geregelt in die Zukunft hineinzuarbeiten, ja. Aber wir müssen auch noch darüber hinausdenken und so gesehen sind einige Dinge, die in diesen Vorlagen deutlich werden, noch ein bisschen unausgegoren. Und natürlich müssen wir Sorge dafür tragen, dass diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, auch jetzt untergebracht werden können. Aber wir können auch darum ringen, ob es noch bessere Lösungen gibt zu einer, wie wir finden, nicht immer die soziale Betreuung in den Mittelpunkt, beziehungsweise die soziale Betreuung überhaupt möglich machende Unterbringung in den Containerdörfern, wie sie bisher in den Vorlagen ist. Und deshalb wollen wir darüber nochmal neu nachdenken können, nochmal umsteuern können und vielleicht auch nochmal nach einigen Alternativen suchen können. Nach wie vor aber sagen wir unterstützen Ihre Politik, Herr Oberbürgermeister, wir unterstützen auch die Bemühungen Ihrer Riege, aber wir werden nicht alles durchwinken. Und von Herrn Vorjohann erwarten wir, dass er auch der Stadt reinen Wein einschenkt. Und das sagt, und das sage ich jetzt mal ganz offen, was er vorhin auch im Ausschuss gesagt hat. Er befürchtet, dass wir eben noch nicht einmal einen Teil oder einen Großteil der Gelder, die wir jetzt aufgeben, vom Land erstattet bekommen. Das muss dann aber auch den Bürgerinnen und Bürgern gesagt werden und dafür muss dann auch diese CDU auf dieser Seite auch mit die Verantwortung übernehmen. Dankeschön. Als nächste Rednerin Frau Barko und dann Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns heute hier in der schwierigen Situation, bei der Vorlage, die wir heute zu beschließen haben, über die insgesamt ungefähr 4.000 Plätze zur Unterbringung von Menschen, den Spagat hinzukriegen, den Menschen, die zu uns kommen, eine solide und vor allem würdige Unterbringung und Versorgung zu garantieren und gleichzeitig in extrem kurzer Zeit viele Plätze zu schaffen, damit eben auch alle Menschen, die zu uns kommen und hier Schutz suchen, ein Dach über dem Kopf haben werden. Aber bei all den Schwierigkeiten, die wir im Moment haben, passende Unterkünfte zu finden, möchte ich noch einmal ganz deutlich machen, um was es hier eigentlich geht. Es geht hier um Menschen. Es geht hier um die Entscheidung, wie viele tausend Menschen die nächsten Monate und Jahre leben werden. Und wir diskutieren nicht über Verwaltungsvorgänge und jonglieren Kosten und Plätze hin und her. Es geht um Menschen, die eine Flucht von teilweise mehreren Monaten oder Jahren hinter sich haben, um in Dresden Schutz zu suchen, ein neues Leben anzufangen und das Grundrecht auf Asyl wahrzunehmen. Und bei all der Dringlichkeit muss das immer der zentrale Punkt bei der Entscheidung für Standorte sein. Und daher muss definitiv jede Unterkunft Mindeststandards einhalten, ohne Diskussion. Und auch wenn wir hier heute vor allen Dingen über die Unterbringung entscheiden, gehört da natürlich immer untrennbar die Frage der Integration, der Begegnung und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mit dazu. Und genau aus dem Grund haben wir in dem Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, nochmal ganz zentral in den Fokus gerückt, dass Integrationsmaßnahmen zügig umgesetzt werden, sofort umgesetzt werden, dass die Menschen, die hierher kommen, einbezogen werden müssen. Das ist auch ein Punkt zur Ginsterstraße. Wir haben uns auch entschieden, dem Ortsbeiratsvotum zu folgen aus Kotter und die Ginsterstraße, die Platzkapazitäten zu reduzieren auf 300, eben weil es hier das Angebot auch des Sportvereins gab, Integrationsmaßnahmen gemeinsam mit uns zu diskutieren, den Sport direkt zu verbinden mit der Unterkunft für Asylsuchende und dort eine Verbindung und Begegnung herzustellen. Genau das sind Projekte, die wir brauchen. Deswegen ist es hier auch sinnvoll, eine Reduzierung der Platzanzahl vorzunehmen, um eben, wie gesagt, die Integrationsmaßnahmen umsetzen zu können. Noch ein letzter Punkt. Ja, wir sind wir stürzen hier ständig von kurzfristigen Entscheidungen zu kurzfristigen Entscheidungen. Vorlauf gibt es kaum noch, weil die Situation einfach angespannt ist, wie sie gerade ist.
Wir brauchen aber trotzdem neben den kurzfristigen Lösungen, von denen wir auch heute viele beschließen, eine langfristige Planung, damit wir eben mal dahin kommen, strategisch zu gucken, in welchen Stadtteilen ist noch Platz, wo wollen wir die nächsten Asylsuchenden unterbringen, wo sind geeignete Gebäude, damit wir da nicht mehr kurzfristige Entscheidungen nehmen müssen und wie heute Abend hier mit der Pistole auf der Brust Ja oder Nein sagen müssen, sondern in eine langfristige Planung kommen. Und der zentrale Punkt, das möchte ich nochmal betonen, ist neben der Finanzierung, den Unterbringungsmöglichkeiten und so weiter, es geht hier um Menschen und es geht um die Integration von Menschen, die in Dresden Schutz suchen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Blümel und dann Herr Green. Ich möchte an dieser Stelle noch mal erläutern, warum wir uns als SPD-Fraktion insbesondere mit diesen Vorlagen zu den Containern sehr schwer tun. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch die zwei Ergänzungs- bzw. Ersetzungsanträge noch einbringen. Zum Thema Container. Wir verhalten uns aktuell als Stadt wie Zechpreller. Wir bestellen Leistungen und wissen gar nicht, ob wir das bezahlt bekommen, also ob wir es bezahlen können. Und das steht, das ist nicht eine Erfindung von mir, sondern das steht in den Unterlagen, in den Vorlagen so drin. Da steht, die jetzt vorgeschlagene Finanzierung aus dem Liquiditätsbestand erfolgt im Vertrauen darauf, dass die Ankündigungen von Bund und Ländern, dass die Kommunen bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung angemessen finanziell ausgestattet werden, auch tatsächlich so Realität werden. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass eine spätere Refinanzierung über das Land erfolgt. Es wird davon ausgegangen. Wir haben in dem Ausschuss jetzt nachgefragt, die Zusicherung gibt es bis zum heutigen Tag nicht, dass das, was wir jetzt bestellen, alles später durch das Land auch bezahlt wird. Deswegen überlegen wir insbesondere bei den Dingen, die extrem teuer sind, und das sind die teuersten Unterbringungsmöglichkeiten, ob es nicht Alternativen gibt. Und mag es ja sein, dass innerhalb der Verwaltung dieser Abwägungsprozess weiter vorangeschritten ist, als wir wissen. Aber an diesem Abwägungsprozess beteiligt uns die Verwaltung nicht. Wir bekommen immer nur Ergebnisse, wir bekommen keine Informationen über Alternativen. Und wenn man Anfragen stellt als Stadtrat, dann bekommt man derart nichtssagende Antworten, dass man sich nur noch verarscht fühlt. Das ist genau der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Und deswegen kann man auch nicht erwarten, dass wir hier einfach abnicken und die Dinge durchschieben. Zumal wir inzwischen auch wissen, dass zum Beispiel die Vorlagen zu den Containern in der Dienstberatung des OBs auch erstmal zurückgegeben wurden, weil sie eben einfach nie beschlussreif waren. Deswegen ist das, glaube ich, auch das gute Recht, diese Dinge in Frage zu stellen, zu hinterfragen und dann, wenn man denn tatsächlich Alternativen zu Gesicht bekommt, dann zu entscheiden, ob es wirklich alternativlos ist oder nicht. Wir glauben, und das ist der grundsätzliche Ansatz, den hat der Kollege Schmählich auch schon vorgetragen, wenn wir jetzt viel Geld ausgeben, dann sollten wir es so ausgeben, dass dann nachhaltig auch Werte für diese Stadt entstehen und nicht irgendwelche Lösungen, die wir in 5 Jahren einfach wegschmeißen. Das kann doch nicht Ziel von nachhaltiger, verantwortlicher Politik sein. Ganz konkret zu dem Thema Großenhainer Straße. Wir beantragen jetzt hier, dass diese Verhandlungen geführt werden, dass ein Mietvertrag abgeschlossen werden soll, und ich möchte zu dem, was schriftlich hier vorliegt, eine kleine Ergänzung. Wir wollen, dass diese Wohnung nur für 5 Jahre mit einer Option zur Verlängerung jetzt angemietet werden und nicht zu einem Mietpreis von 7,50 Euro, sondern von maximal 7,50 Euro. Der Kollege Krüger hat vollkommen recht, die ortsübliche Miete muss der Maßstab sein, das ist der Verhandlungsauftrag, und wir wollten aber zumindest eine Obergrenze einziehen, dass das Ortsübliche dort im Moment auch bei der konkreten Lage und Ausstattung dieser Wohnungen vermutlich keine 7,50 Euro sind, ist uns bewusst.
Ich möchte aber an dieser Stelle heute auch die zuständige Bürgermeisterin bitten, dass sie uns hier in der öffentlichen Sitzung auch zusichert, dass die Menschen, die da jetzt wohnen, die sich an uns gewendet haben, dass für die eine Lösung gefunden wird. Dass also im Einvernehmen mit diesen Mietern dort eine Lösung gefunden wird, weil wir es uns alle nicht leisten können, dass wir Unterkünfte für Flüchtlinge einrichten und gleichzeitig Menschen, die da wohnen, verdrängt werden. Das darf nicht die Botschaft sein. Zum Thema Hotelnutzung. Diese vorgeschlagenen Nutzungen kosten über die 3 Jahre, die uns hier vorgeschlagen werden, insgesamt über 60 Millionen Euro. Dafür könnten wir eigentlich eins der Hotels kaufen. Deswegen sagen wir, wir verstehen, dass wir möglicherweise in der jetzigen Situation gezwungen sind, wenn wir keinen in einem Zelt unterbringen wollen, diese Hotels jetzt zu mieten, aber doch bitte nicht auf 3 Jahre, sondern wir wollen, dass möglichst schnell das, was wir angekündigt haben, nämlich Wohnungsbau in Gang kommt, dass wir diese Variante wirklich forciert betreiben. Und deswegen wollen wir bei 2 Hotels die Nutzung auf 2 Jahre begrenzen und bei dem größten Projekt wollen wir 1 Jahr mit einer Option auf Verlängerung. Und gleichzeitig beantragen wir, dass, wenn immer möglich, dieses Hotel nicht komplett ausgelastet wird. Wir haben uns vor 1 Jahr hier verständigt, was wir für eine angemessene und eine sinnvolle Unterbringung von Menschen für richtig halten. Diese Prinzipien schmeißen wir gerade alle über den Haufen. Und deswegen, sage ich mal, müssen wir darauf achten, dass wir nie einfach darüber hinweggehen, sondern dass wir eben diese Dinge so handhaben, dass sie irgendwo auch noch von denen, die es betrifft, akzeptiert werden, aber auch von den Menschen, die im Umfeld leben. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und glauben Sie mir, Herr Vorjan, man muss manchmal eben auch den Mut haben, Dinge, die einem vorgelegt werden und die als alternativlos bezeichnet werden, doch nicht zu machen, weil meine Lebenserfahrung, und die ist schon ein ganzes Stück, beinhaltet immer dann, wenn behauptet wird, es sei etwas alternativlos, dann fange ich erst mal an nachzufragen und nachzugraben, weil in aller Regel sich herausstellt, dass diese behauptete Alternativlosigkeit eigentlich andere Dinge verdecken soll. Danke. So, als nächster Redner Herr Green und dann Herr Avenayos. Ja, meine Damen und Herren, ich fange mal ein bisschen auf meine Vorredner zu reagieren. Herr Krüger, der Herr Schollbach ist eben kein Egomane. Denn Egomane, über den lacht man und der ist harmlos. Nein, Herr Schollbach, ich beobachte Sie ja nur schon mehr als ein Jahrzehnt und ich habe im Landtag das Archiv geführt. Ich fand jetzt wieder mal den Artikel, vielleicht 10 oder 12 Jahre her, wo Sie 3 Verkehrsunfälle in einem Jahr haben. Nein. Sie haben sich schleifen lassen oder Sie sind geschliffen. Sie sind zu einem ganz gefährlichen Demagogen herangewachsen. Und meine Damen und Herren, schauen Sie doch bitte nochmal den Livestream. Die Gestik eines Menschen, die ist schwer zu fälschen. Und wenn jemand vor uns steht und das müssen Sie, dann zeigt das das Demagogische hinter dieser Fassade. Herr Dr. Kaufmann, Sie haben heute unbewusst sicherlich die Wahrheit gesagt. Frau. Aus jedem Asylbewerber wird einmal eine Bedarfsgemeinschaft. Ja, genau das ist Ihre Planung. Die Redeweise von der vorübergehenden Aufnahme ist etwa im Juli, August wie mit Schalter umgelegt, einhellig von der Presse gestrichen worden. Und auch das Wort Asylbewerber ist dann in Flüchtlinge übergegangen. Das war so offenbar eine zentrale Anweisung und dann wurde das umgestellt. Ja, genau. Es geht überhaupt nicht mehr darum, eine zeitweilige Aufnahme, sondern es geht darum, Deutschland zu fluten. Und meine Damen und Herren, wir von der NPD fühlen uns verantwortlich für die Menschen, die hier leben. Wir kennen die Zustände in den Brennpunkten der Republik. In Duisburg-Marxloh, in Berlin-Neukölln, in Hamburg, in München oder in Köln. Und es wird in kürzester Zeit in Pieschen, in Leuben oder wo immer Sie die Leute ansiedeln, genau so aussehen. Und was für ein Quatsch ist denn das? Wenn die Herrscherin in Berlin erzählt, wir sind doch 80 Millionen, da können wir doch auch noch 5 Millionen Zugänge verkraften.
Meine Damen und Herren, werfen Sie doch mal 2 Löffel Salz in einen 5-Liter-Topf mit Suppe. Dann können Sie die Suppe wegschmeißen, auch wenn wir uns mengenmäßig immer noch im Promillebereich bewegen. Täglich hören wir, wie sich die Herrschaften benehmen. Zum Beispiel, die sich damit rühmen, wie sie als Kindersoldaten andere zerhackt haben. Seite 1 der Zeitschrift Die Zeit, eine SPD-Zeitung. Minderjährige Flüchtlinge greifen ihre Betreuer mit Messern an. Und ein nächstes Zitat. Ja, ich habe 10 Jahre Archiv gemacht. Damit Deutschland aus präventiver Sicht auf die Zuwanderung vorbereitet ist, erzähle ich vorsorglich Impfungen gegen Lepra, Beulenpest und Tuberkulose. Zitat Ende. Wer hat es gesagt? Nicht etwa irgendeine rechte Internetseite. Der Bundesminister für Gesundheit, Herbert Kröhe, nachdem er ein Gutachten des Robert-Koch-Institutes gelesen hatte. Und wir fühlen uns dafür verantwortlich, die Dresdner Bürgerinnen und Bürger vor solchen Zuständen zu beschützen. Die CDU-Chefin von Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, der wird der Anschlag verweigert, weil sie eine Frau ist. Ein weiteres Zitat. 80% der Intensivtäter haben nicht deutsche Wurzeln. Das sage nicht ich, nicht irgendeine rechte Seite. Das sagt der Oberstaatsanwalt von Berlin, Rudolf Hausmann. Meine Damen und Herren, es geht um unsere Sicherheit. Um die Sicherheit der Schwachen, um die Sicherheit der Kinder, um den Fortbestand unserer Gesellschaft. In der jetzigen Form und unserer einigermaßen Sicherheit. Ich habe am 3.9. eine Rede gehalten auf einer Kundgebung und da habe ich gesagt, wir werden dieses Jahr 1,2 Millionen Leute hier ins Land zu erwarten haben. Damals war die Rede noch von 800.000, das hatten sie damals so langsam eingeräumt. Wir schlagen ziemlich genau bei diesen 1,2 Millionen ein. Und ich sage Ihnen jetzt, und ich werde Sie im nächsten Dezember in einem Jahr daran erinnern, dich im Protokoll, 3 Millionen plus X für das nächste Jahr. Wenn die Flüchtlingsproblematik immer weiter zunimmt, was ist unsere Reaktion? Wir nehmen weitere Milliarden in die Hand, um der Rüstungslobby noch mehr Umsätze zu bescheren. Meine Damen und Herren, das steckt nämlich hinter der ganzen Sache. Denn wo auch immer im Nahen Osten oder Mittleren Osten aufeinander geschossen wird, es sind immer Waffen aus der ersten Welt. Und wir schicken Soldaten mit Flugzeugen in den Krieg und die jungen Männer, die sich als Soldaten zur Verteidigung ihres Landes eignen würden, die sitzen hier im Kaffee und gucken, wie unsere Menschen abreagieren. Die deutschen Flugzeuge sind mit Luftraketen bestückt. Warum? Weiß keiner. Der IS hat keine Flugzeuge. Und es war furchtbar peinlich, als der Pressesprecher der Bundeswehr dann sagen müsste, ja, wegen ist so. Herr Oberbürgermeister Hilders, Sie machen sich mitschuldig, wenn Sie gegen dieses Übel nicht an der Wurzel vorgehen. Sie haben heute im nicht öffentlichen sich sehr ordentlich geäußert. Und ich würde mir wünschen, dass Sie auch im öffentlichen also zitierfähig tun. Herr Oberbürgermeister, Sie sind uns mitschuldig an jeden Übergriff, den es auf die Bürger unserer Stadt gibt. Tun Sie sich mit 1000 anderen Landräten und Oberbürgermeistern zusammen und sagen Sie diesem Merkel in Berlin, Schluss, wir machen das nicht mehr mit. Danke. So, der nächste Redner, Herr Abenarius und dann Herr Böhm. Nur ganz kurz. Herr Bürgermeister Vorjohann, bei aller Wertschätzung, mit zittriger Hand und ohne Mut gehen wir heute nicht vor. Wir haben hier in Dresden die Situation, und dafür sind wir auch ausdrücklich dankbar, dass der Stadtrat die Verwaltung nicht alleine lässt, und dass die Verwaltung auch nicht über den Stadtrat hinweg entscheidet, sondern dass Stadtrat und Verwaltung gemeinsam ihre Verantwortung tragen. Und es hat bis jetzt auch sehr gut funktioniert und das sollten wir auch beibehalten. Dazu gehört natürlich auch, dass wir im einen oder anderen Fall schon das Recht haben zu sagen, vielleicht ist das, was ihr uns vorschlagt, doch nicht das Optimum. Und vielleicht gibt es noch was Besseres. Und nur das beinhaltet der Vertagungsantrag. Das hat mit zittriger Hand und mangelndem Mut gar nichts zu tun. Herr Böhm und dann Herr Bartels.
Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren und Kolleginnen und Kollegen. Zunächst möchte ich erstmal ein Wort vorausschicken an den Kollegen Blümel. Das war einer der ersten, der sich ja heute mal geäußert hat, dass wir nicht nur über die Probleme von den Menschen, die wir unterbringen, reden sollten, sondern müssen auch über die reden, die in dem Umfeld wohnen, wo dann diese Menschen untergebracht werden. Und das geschieht eigentlich viel zu wenig und es ist in fast allen Redebeiträgen ohne jede Polemik heute viel zu kurz gekommen. So der Stadtrat die Vorlage für den Containerstandort Washingtonstraße dennoch nicht vertagen sollte, sondern es zu einer Beschlusslage kommt, möchte ich für die CDU-Fraktion das Votum des Ortsbeirats Pieschend als Abstimmungsgrundlage bringen, wo wir uns unter anderem genau mit dem Problem auseinandersetzen und möchten, dass, sage ich mal, wenn es dort zu einer Erstellung kommt, dass die unmittelbaren Anlieger wie große Kleingartensporte, Gewerbetreibende, die Übigauer Bürgerschaft, dass sie zeitnah eingebunden werden in Sicherheitskonzepte und Betreiberkonzepte, dass wir auch dort, so es dazu kommt, einen ordentlichen Betreiber haben und nicht wie in der Turnhalle in Übigau einen Hausmeisterdienst, der sowas noch nie vorher gemacht hat. Das sind die Dinge, die für uns wichtig sind. In dem Zusammenhang muss man auch ganz klar sagen, die Lage ist schwierig in Übigau. Der ein oder andere wird es in den Medien verfolgt haben. Wir würden es als ein starkes Zeichen empfinden aus dem Rat, dass wir sagen, wenn es denn zu dieser Anlage dort käme, dass wir diesen Standort mit der Turnhalle, dass wir diesen zurückfahren, weil er befindet sich de facto im Hinterhof von Privatgrundstücken mit einer ganz schwierigen Zugänglichkeit, mittendrin. Es gibt große Probleme dort mit den Nachbarn. Das wäre aus unserer Sicht ein großes Zeichen. Zum anderen ist eine längerfristige Unterbringung in einer Turnhalle auch alles andere als menschenwürdig. Und dann vielleicht noch in die Richtung Vertagung noch zwei Punkte, die man sich vielleicht auch überlegen muss. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, solche Standorte wie Washingtonstraße, das ist Außenbereich. Also dort einfach mal über eine Wohnbebauung zu reden, da haben wir noch ganz andere Hürden, über die wir springen. Und zum anderen ist es so, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, und das betrifft diesen Standort ganz besonders, dass wir dort derzeitig Nutzer haben. Nutzer, denen gekündigt wurde, die es sehr schwer hatten, sage ich mal, dort in Kontakt zu finden zur Verwaltung, die bis heute, sage ich mal, keine Perspektive haben. Ich weiß, der Oberbürgermeister hat im Ortsbeirat seine Unterstützung zugesichert, sowohl in Sachen Turnhalle als auch in Sachen von dem Hundesportverein und auch von der Hundesportschule. Dennoch ist es natürlich ein Problem, wenn wir jetzt derartige Vorlagen lange schieben und da gibt es Nutzer, die Menschen, also die derzeitigen Nutzer sitzen in gekündigten Positionen, haben keine Möglichkeiten, ihre Dinge zu regeln und dann ist es in dem Fall so, und darauf geht auch die Beschlusslage im Ortsbeirat Pieschen hin, die Leute haben natürlich einen guten Glauben in den letzten 10 Jahren dort gepachtet. Kein Mensch hätte diesen Platz sonst pachten wollen. Es war ein guter Glauben. Keiner hat vor 5 Jahren, als die Leute investiert haben in Zäune, in Sportenheim, in Flutlichtanlage und, niemand hat gewusst, dass so eine Problematik kommt. Die Stadt war froh, einen Pächter zu haben und keiner hat sich auch Gedanken gemacht, um das irgendwie finanziell abzusichern. Ich denke, es ist unsere Aufgabe als Rat, insbesondere den Leuten, die unmittelbar betroffen sind von der Einrichtung von solchen Standorten, dass man denen, sage ich mal, fernab jeder rechtlichen Verpflichtung aus der politischen Sicht und auch aus der moralischen Sicht, dass man diese Leute unterstützen und angemessen im Verhältnis zu den getätigten Investitionen weiterhelfen. Das wird sicherlich nicht die einzige Stelle sein, wo solche Probleme aufkommen, aber wir können uns da nicht auf die Vertragsgestaltung zurückziehen, sondern da muss eine Hilfe geleistet werden, dass diese Vereine wieder in anderen Bereichen sich neu ansiedeln können oder dass sie, sage ich mal, beim Umzug unterstützt werden oder dass sie, sage ich mal, bei der Einrichtung ihres neuen Standortes auch finanziell unterstützt werden. Und dann sollten das keine Summen sein, die sich an einem Pachtverhältnis, an der Pachtsumme im Jahr orientieren, weil dafür kann man sich schenken. Also ich meine, da geht es um deutlich größere Summen. Und wie gesagt, diese Leute können nun am allerwenigsten dazu, ich bitte daher, sage ich mal so, dass es zu keiner Vertagung kommt, sich dem Votum des Ortsbeirats Pieschen anzuschließen. Danke. Als nächster Redner Herr Bartels, dann Herr Engler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
liebe Mitglieder des Rates, werte Gäste, sehr geehrter Herr Krüger, Ihre Aussage zur Großenhainer Straße war nicht so ganz richtig und korrekt. Warum? Großenhainer Straße ist ein Objekt, das noch eine Ofenheizung hat, wo eine grundsätzliche Modernisierung erfolgt. Und nach einer Modernisierung wäre es wünschenswert, dass wir dort eine ortsübliche Vergleichsmiete haben. Wir als Mieterverein kämpfen seit Jahren mit unserem Dachverband und der SPD dafür, dass so eine ortsübliche Miete dann auch nach einer Modernisierung anzuwenden ist. Herr Krüger, raten Sie mal, wer das verhindert hat. CDU war das, die das nicht mitgeht und nicht mitträgt. Ich bin gefragt worden von meiner Fraktion, was ist für die Großenhainer Straße möglicherweise nach einer Modernisierung eine angemessene Miete, denn die ortsübliche Miete kann man nicht anwenden, sondern man muss eine Modernisierungsabrechnung machen und das kann man dann verlangen. Nach unserer Kenntnis wären das so ein Wert zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro. Da gibt es ja Differenzen, ich kenne die Abrechnung nicht, ich kenne die Maßnahmen einzeln nicht, aber das ist der Erfahrungswert, den wir aus unserer Beratung im Mieterverein haben. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Miete haben, dann werden keine ausländischen Bürger dort einziehen können. Das ist klar, weil wir inzwischen in Dresden eine Wohnungsnot haben und der die Wohnung ohne Probleme vermieten kann. Und wenn dort ein normaler Bürger einzieht, dann mietet die Wohnung für etwa 10 Jahre, was dann einen geringen Instandhaltungsaufwand nach sich zieht. Wenn wir dort jetzt unsere Wünsche durchsetzen wollen, dann sind aus 7,50 Euro durchaus gerechtfertigt, weil dort eine unmäßig große Zahl von Bürgern einzieht, wo auch ein erheblicher Instandsetzungsaufwand ist. Und ich halte die 7,50 Euro noch für angemessen und 10 Euro wäre abwegig, aber 7,50 Euro ist an der Grenze dessen, was rechtlich nicht zu beanstanden ist, was angemessen ist und was auch keine negativen Auswirkungen auf diese andere Vermieter hat, die dort möglicherweise irgendwo ein Kapital daraus ziehen würden. Danke. Als nächste Wortmeldung Herr Engler und dann Herr Engemeier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, ich habe mir mal den Bericht des Oberbürgermeisters zur Hand genommen und da sehen Sie auf der Folie 25, dass wir ja noch bis zum 31.01.2016 3.000 Asylbewerber oder Suchende unterzubringen haben. Sie müssen Sie ja bedenken, wir werden ja, oder es gibt für mich keinen Anlass zu glauben, dass sich diese Zahl ab diesem Datum schlagartig ja, nicht erhöhen wird, die wir hier nach Dresden zugewiesen bekommen, sondern es werden noch mehr werden. Damit müssen wir rechnen. Und es gibt keinen Anlass für mich zu glauben, dass im kommenden Jahr nicht eine vergleichbare Zahl wie in diesem Jahr nach Deutschland kommen wird. Und sollten wir den Krieg in den Nahen Osten auch mit Bodentruppen tragen, den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, würde ich auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir noch mehr Flüchtlinge bekommen werden. Denn das wird gerade das Interesse des Islamischen Staates sein, als auch unseres zweifelhaften Verbündeten Herrn Erdogan, noch mehr Menschen nach Europa, vor allem nach Deutschland zu treiben. In diesem Sinne kann ich es nicht verstehen, wie man hier leichtfertig die Container, die wir hier anschaffen können, die uns ermöglicht sind, ja, vertagen wollen, sodass wir vielleicht gar keinen Anspruch mehr darauf haben. Wir müssten sie in dem Sinne hier unbedingt erwerben und in diesem Sinne, wenn wir uns wiederum einig sind, dass die Verteilungsschlüssel, die uns die Verwaltung vorgegeben hat, nicht angemessen sind für die jeweiligen Lokalitäten, dass wir dann natürlich auch andere Standorte in Erwägung ziehen, die diejenigen Menschen, die bisher vielleicht wenig bis gar nicht mit der Asylunterbringung konfrontiert worden sind, eben auch unmittelbaren Kontakt führt. Und das heißt für mich in dem Sinne auch, dass diejenigen Stadtteile, die Willkommenskultur, Refugees Welcome, überall an ihre Häuser kleben, es laut rufen, auf Demos einfordern, dass diese dann auch diese Asylbewerber bekommen. Und in diesem Sinne sollten sie auch endlich den Asylbewerbern den Zugang zu den Alaun-Park gewähren und auch dort Menschen unterbringen in Containern. Und wir sollten auch darüber nachdenken, die Wohlhabenden in unserem Land, Herrn Tillich, Herrn Scholbach, möglichst nahe mit diesen Menschen in Kontakt zu bringen und auch den Konzertplatz Weißen Hirsch nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Auch dort können wir diese Menschen einquartieren. Wie gesagt, denken Sie darüber nach. Wir sollten
vorausschauend handeln. Und vorausschauend handeln, dass wir so viel wie möglich an Unterbringungskapazitäten offen halten müssen. Denn solange wir die Bundeskanzlerin mit dem freundlichen Gesicht haben und sie kein unfreundliches Gesicht den Menschen zeigt, die zu uns kommen, wird sich an dieser Politik und an den Problemen, die unsere Stadt hat, nichts ändern. Denn wir sind hier nur eine vollziehende Stadt, die nur die Probleme ausbaden muss. Alles andere würde bedeuten, dass der Stadtrat sich hinter dem Oberbürgermeister stellen muss und ihm unterstützt, indem er sich verweigert, weitere Menschen hier in Dresden unterzubringen. Und ich frage, ob Sie das wollen. Ich wäre dafür, aber ich frage, ob Sie das wollen. Und wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie sich auf nochmal mindestens 6.000, 7.000 weitere Asylbesuchende bis Sommer einstellen. Wer weiß, wie viele noch kommen werden. Vielen Dank. Jetzt Herr Engelmeier und dann Herr Professor Gebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, kurz ein paar Worte zu der dunkelbraunen Suppe, die aus dem rechten Teil des Hauses kam. Bis Anfang Oktober wurden gerade einmal 116 syrische Pässe vom BAMF beanstandet. 116 von mehreren hunderttausend Menschen. Von diesen 116 waren über 80 von syrischen Bürgern, die im Bürgerkrieg verloren gegangene Dokumente zu Recht auf zweifelhafte Art und Weise ersetzt haben. Aber ich fange lieber nicht an, alle Lügen richtig zu stellen, weil sonst komme ich nicht mehr zum Wichtigen. Darum lassen Sie mich noch mal ganz kurz etwas grundsätzlicher anfangen. Wir alle haben heute hier die Chance, klar Farbe zu kennen. Schaffen wir menschenwürdige Unterbringungsmöglichkeiten oder schaffen wir sie nicht? Und dabei muss eigentlich jedem hier klar sein, klar geworden sein, das Recht auf Asyl wird eben in Entscheidungen hier verteidigt und eben nicht auf Bundesebene. Hier in der Kommune wird entschieden, ob wir es schaffen, Flüchtenden ihr Menschenrecht, ihr Recht auf Asyl zu erfüllen. Ob es nach Genfer Konvention sei oder eben nach dem Grundgesetz oder anderen Regelungen. Springen Sie nicht auf den Zug auf den leichten Zug, auf jene Politiker und Politikerinnen zu schimpfen, die Verantwortung zeigen und die Menschenwürde der Flüchtenden achten durch ihre Entscheidungen. Wir müssen hier klarstellen, dass die Menschen willkommen sind, dass ihre Familien willkommen sind. Denn nur wer willkommen ist, der fühlt sich auch willkommen. Und es ist gerade dieses Gefühl, hier willkommen zu sein, das der beste Motor für Integration ist. Willkommen kann sich aber nur fühlen, wer hier nicht auf Dauer in einem Provisorium unterkommen muss. Und die einzige Lösung, ich wiederhole, die einzige Lösung, die kein Provisorium, sondern eine nachhaltige Unterbringungsmöglichkeit ist, sind dezentrale Unterbringungen in Wohnungen. Wenn aber die Unterbringung in Hotels, in großen Unterkünften über 65 Personen oder in Containern nur provisorisch sein soll, dann muss die Stadtverwaltung, dann müssen auch Sie, Herr Oberbürgermeister, jetzt sofort die Schaffung neuen nachhaltigen Wohnraums auf den Weg bringen. Also sorgen Sie dafür, dass die Provisorien, deren größte Mängel wir versuchen, hier durch den Änderungsantrag zu mildern, genau das bleiben, provisorisch. Danke. Herr Professor Gebel und dann Herr Dr. Brauns. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist erstmal interessant zu sehen und gut zu sehen, dass die Verwaltung versucht, Lösungen zu finden. Das ist durchaus schwierig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken. Es ist eine große Aufgabe, vor der sie stehen. Das ist aller Ehren wert. Was ich aber nicht so toll finde, ist, dass wir seit gestern Abend zum Teil aus der Presse erfahren haben, dass dann hier plötzlich Anträge vorliegen, die wir heute entscheiden sollen. Herr Blümel hat schon gesagt, wird dann dargestellt als alternativlos. Wir sollen eine Entscheidung fällen über 60 Millionen. Da muss ich ehrlich sagen, da fühle ich mich als Stadtrat überfahren. Und genauso überfahren fühlen Sie sich auch als Gäste, fühlen sich auch die Leute vor Ort. Man fühlt sich überfahren, wenn Entscheidungen so schnell gefällt werden müssen, wenn plötzlich Situationen geschaffen werden, die viele Stadtteile vor große Fragestellungen bringen. Und insofern ist das ein Thema, das natürlich schwierig ist. Ich bin als Stadtrat gewählt worden, um Verantwortung für die Dresdnerinnen und Dresdner zu übernehmen, um Verantwortung zu Dresden zu übernehmen. Und insofern sehe ich es eben auch als schwierig an, wenn heute eine Situation ist, wo ich überfahren werde, wo ich eine Entscheidung treffen werde, wo ich kaum Möglichkeit habe, mich genau zu informieren, vielleicht nochmal Dinge auch zu hinterfragen, weil es einfach schnell gehen muss.
Wir sind als Stadträte heute dazu verdammt, hier über etwas abzustimmen, was man in Berlin nicht mehr im Griff hat. Das müssen wir jetzt hier in der Kommune ausbaden. Das ist das Thema, vor dem wir stehen. Und ich möchte speziell das Thema mit diesen Hotels ansprechen, auch nochmal für Sie als Publikum. Wir reden hier über Mittel pro Person, 840 Euro im Monat. Vierköpfige Familie, 4 mal 840, 3.360 Euro im Monat, nur Unterkunft. Wer von Ihnen, welche Familie hat 3.360 Euro netto im Monat verfügbar? Familien, wo beide arbeiten gehen, die hart arbeiten, die zum Teil ihre Kinder dann lange Zeit in die Kindertagesstätte schaffen müssen, die viel Zeit mit ihren Kindern viel mehr verbringen würden, die müssen im Prinzip für so viel Geld hart arbeiten. Deswegen auch und in Verantwortung für Dresden, denn wir geben hier das Geld auch für Dresden aus, sehe ich es eben auch als schwierig, dass wir heute so schnell so eine Entscheidung fällen sollen. Und wir werden deswegen auch als FDP-Freie Bürgerfraktion diesen Vorschlägen für diese Hotelunterbringung heute so nicht zustimmen können. Dankeschön. So, jetzt Herr Dr. Braunzen hat Frau Dr. Kaufmann nochmal ums Wort gebeten. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich muss mich schon sehr wundern, was ich hier von Rot-Rot-Grün höre, insbesondere Herr Blümel. Sie beschweren sich, dass Sie von der Stadtverwaltung keine Informationen haben. Die Bürgermeisterriege, die hier sitzt, ist, glaube ich, diejenige, die die engste Verbindung schon aus ihrer Vortätigkeit zum Stadtrat hat. Die ist von Ihnen, die stammt im größten Teil von Ihnen, ist seitdem die Damen und Herren, die jetzt Bürgermeister sind, ist der Kontakt völlig abgebrochen. Sie müssten doch eigentlich die Ersten sein, die hautnah und die engsten und Informationen haben. Meine Damen und Herren, aber das Schlimmste, was Sie hier machen, ist, Sie machen Politik auf dem Rücken derjenigen, die, wenn Sie so weitermachen, wie Sie jetzt in Zelten übernachten müssen oder wir müssen Turnhallen nehmen. Weil wenn Sie verschieben, dass Container schnellstmöglich gekauft und errichtet werden können, weil man es vielleicht noch günstiger kriege. Alles richtig. Das erinnert mich, wenn ein Orkan ein Dach abgedeckt hat, dann warten wir erstmal monatelang, bis wir das günstigste Angebot haben und zwischenzeitlich regnet es noch ein, dass der Schaden viel größer. Meine Damen und Herren, wir haben die Situation, und da kann man sich trefflich über die Vergangenheit unterhalten, wie kam es zu dieser Situation, hätten wir es noch besser machen können oder wie auch immer. Alles gut und schön. Aber das ist eine Luxusdiskussion, und ich sage es nochmal, auf dem Rücken derjenigen, die hierher kommen und die menschenwürdig untergebracht werden sollen. Denn was ist denn Ihre Konsequenz? Wir haben die Unterbringungsmöglichkeiten nicht. Die Diskussion ist völlig absurd, die Sie hier führen. Gerade von dem Anspruch, den Sie hier haben. Völlig absurd. Und deswegen, meine Damen und Herren, gucken Sie doch in die Mienen der Bürgermeister, die Ihren Parteien angehören. Das, was wir gehört haben von Ihnen, kann ich nur sagen, das war hervorragend, das war fachliche Arbeit. Da ist eine Stadtverwaltung, das ist mein persönlicher Eindruck, die bemüht sich händeringend darum, genau das zu machen, was Sie hier fordern, was wir fordern, die Leute so gut wie möglich und sie menschenwürdigst wie möglich unterzubringen. Und das, was Sie machen, ist, Sie machen dieser Verwaltung Knüppel zwischen die Steine. Das kann nicht wahr sein, das ist erbärmlich, meine Damen und Herren. So können Sie hier verantwortungsmäßig nicht Politik machen. Und deswegen, meine Damen und Herren, das ist meine persönliche Meinung, das sage ich deutlich, Herr Oberbürgermeister, machen Sie diesem ein Ende, machen Sie es so wie Ihr Kollege in Leipzig, nehmen Sie die Zügel selbst in die Hand. Die rot-rot-grüne Mehrheit ist unfähig, hier verantwortungsvolle Politik zu machen. Das, meine Damen und Herren, ist der Appell, den ich von hier aus noch bringen will. Vielen Dank. So, Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wir kommunizieren seit vielen Wochen sehr transparent die Zahl der Asylsuchenden, die uns seitens des Freistaates zugewiesen werden wird. Wir wissen alle etwa über 1.700 im Dezember und wir wissen alle gemeinsam 1.700 Menschen im Januar. Was dann im Februar wird, jeder weiß, nach dem Januar kommt der Februar, wissen wir offiziell noch nicht. Wir mutmaßen aber, es werden weitere Menschen zu uns kommen. Ich denke, dieses große Geheimnis teilen wir hier alle. Zweitens, wir teilen auch das Geheimnis, dass wir eine wachsende Stadt sind und damit einen recht angespannten
Wohnungsmarkt haben und auch hatten. Und diese Situation wird sich natürlich nicht ändern unter der Situation, unter der wir momentan Handlungsfähigkeit bewahren wollen. Und um die Pflichtaufgabe, Asylsuchende in diese Stadt unterzubringen, gibt es nicht nur einen Weg, es gibt viele Wege, aber alle müssen dazu führen, dass wir die Menschen unterbringen. Und ja, hier gilt es, Lösungen zu finden, die nicht allen passen. Und ich bin durch viele Ortsämter gezogen. Und liebe Klotscher, liebe Laubegaster, liebe Friedrichstädter, liebe Dresdner, Gorbitzer, Prodisser, Plauener, wir wollen nicht ärgern. Wir wollen und müssen gemeinsam eine Situation meistern. Und Sie, Damen und Herren Stadträte, Sie sind auch gewählt worden, um zu entscheiden, um Entscheidungen zu treffen, die nicht in den einzelnen Stadtteilen angenehm sind, aber die im Sinne der Gesamtstadt zu treffen sind. Und noch einmal, dieser Vorwurf immer, wir informieren nicht ausreichend, wir informieren nicht öffentlich genug, wir tun unser Bestes. Aber erst dann, wenn Verträge angearbeitet sind, wenn sozusagen Angebote eine bestimmte Reife erfahren haben, erst dann können und sollten wir damit in die Öffentlichkeit gehen. So, und das ist die Krux. Jede Woche in der Zukunft 440 Menschen, ich habe es heute schon mal gesagt, das sind wöchentlich 8 Turnhallen, die wir aktuell nach Dresden zugewiesen bekommen. Das ist eine ganze Menge. Und das ist, wenn wir heute über eine Hotelkapazität beispielsweise streiten von 900 Plätzen, dann sind das etwas mehr als 2 Wochen, um absichern zu können, dass Asylsuchende bei uns unterkommen. Und die Alternativen, die hier immer gesucht werden, gesucht werden sollen, natürlich muss gesucht werden und wir sind auch dabei. Natürlich werden das nicht die letzten Vorlagen sein können, wer die Prognosen kennt. Und die Diskussionen werden sich immer ähneln, aber sie müssen geführt werden und an dieser Stelle müssen Entscheidungen getroffen werden. Und der Vorwurf Großenhainer Straße, hier möchte ich noch mal ganz klar sagen, wir als Stadt, wir haben ein Angebot bekommen. Wir als Stadt verdrängen an dieser Stelle keinen Mieter. Nie war dort eine Verdrängung eines mietenden Bürgers mit seiner Familie in Rede gestellt. Es ist ein Angebot. Wir als Stadt wollten das Angebot annehmen. Zu Recht sagen Sie, zu welchem Mietzins. Zu Recht sagen Sie, viel zu teuer, da muss nachverhandelt werden. Aber wir sind auf der Suche nach Wohnraum. Genau das, was Sie fordern, tun wir an dieser Stelle. Und das Thema Container, auch dort kann man natürlich nacharbeiten. Auch dort gilt es, eine soziale Betreuung, eine Integration in den Stadtteil wachsen zu lassen. Aber die höchste Priorität hat für uns die Unterbringung. Und die muss gewährleistet sein. Und dann Schritt für Schritt Betreiberverträge abschließen. Kommunikation in die Initiativen in den Stadtteilen. Kommunikation zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und da sind wir auch dabei. Und das werden wir auch weiterhin bestmöglich tun an jedem Standort in der Stadt, der sich eignet, eine Asylunterkunft auf Zeit zu sein. Und hier bitte ich Sie einfach, nochmal in sich zu gehen, zu überlegen. Es ist eine große Menge an Geld. Und ja, wir können nur hoffen, dass es eine Refinanzierung seitens des Bundes und seitens des Landes gibt. Aber wir müssen Unterkunftsmöglichkeiten in dieser wachsenden Stadt schaffen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, zunächst mal meine Rednerliste mal abgearbeitet, aber jetzt gehe ich eine weitere Wortmeldung. Herr Gentschmann. Ich habe noch mal eine Frage. Frau Dr. Kaufmann hat gerade angesprochen, dass es ja um Menschen geht und das ist natürlich der Fall, auf der einen wie auf der anderen Seite. Ich hatte es in meiner Rede vor uns schon mal gesagt, es geht auch um Mitarbeiter in den 3 Hotels, die hier zur Rede stehen. Gibt es da eine konkrete Zahl, um wie viele Mitarbeiter es geht, ob es eine Absicherung geht? Wir hatten das letztes Jahr schon kurz vor Weihnachten Mitarbeitern in den Hotels mitzuteilen, dass sie unter dem Weihnachtsbaum am Ende eine Kündigung liegen haben. Dass wir sollten nicht nur die Asylbewerber im Auge behalten, sondern auch die Dresdner. Und das ist für mich, von denen bin ich gewählt. Nichtsdestotrotz sind mir auch Flüchtlinge wichtig, aber wie gesagt, vielleicht mal ein paar Zahlen, um wie viele Mitarbeiter geht, wie geht es mit den weiteren, gibt es eine soziale Absicherung etc. Danke.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Musculus. Ich möchte Herrn Dr. Brauns auf seine Rede eingehen. Er hat sich gewundert, dass der Kollege Blümel hier besorgt nachgefragt hat, ob alles finanziert wird und so weiter. Ich möchte mal an folgenden Sachverhalt erinnern. Vor gut 12 Monaten wurde im Sächsischen Landtag der zurzeit laufende Doppelhaushalt verhandelt. Ausschusssitzungen fanden dazu statt. Der Haushaltsausschuss hat getagt. Die Geschäftsführer von Landkreistag und Sächsischen Städte- und Gemeindetag traten auf und erklärten in der Haushaltsberatung, dass die ausgehandelte, in den Haushalt eingestellte Pauschale für ein Vierteljahr von 7.600 Euro nicht auskömmlich sei. Sie wäre nicht auskömmlich. Bürgermeister Seidel hat uns immer wieder, auch auf Nachfragen im Sozialausschuss, aber auch im Ausländerbeirat, darüber informiert, dass von den Aufwendungen, die pro Asylbewerber ausgegeben werden, bei der Stadt ca. 20-30% nicht gedeckt werden durch den Landes- oder durch den Bundeshaushalt. Also letztendlich 20-30% pro Asylbewerber immer wieder bei der Stadt geblieben sind. Und jetzt, Herr Dr. Brauns, wundern Sie sich, dass irgendein Abgeordneter der SPD, ein Stadtrat, nachfragt, wie wird es denn in Zukunft aussehen? Werden wir auf diesen vielen Millionen, die wir jetzt ausgeben wollen, auch 20% als Kommune selber tragen müssen? Ist das keine legitime Frage? Und dann spüren Sie sich ja auf und sagen, Sie haben da eigene Dezernenten, fragen Sie die doch. Das ist nicht das Problem, selbstverständlich können wir die fragen. Hier besteht ein echtes Problem, auch in der Zukunft, dass wir wissen zwar über Herrn Florian und aus dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag, dass jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben wird und so weiter, dass die Kosten jetzt ermittelt werden sollen, aber es ist ein echtes Problem, über das wir noch diskutieren werden in der Zukunft. Und das hat nichts mit Rot-Rot-Grün hier in diesem Stadtrat zu tun. Das möchte ich ausdrücklich mal betonen. Dankeschön. Vielleicht noch zwei Bemerkungen. Einmal die Bemerkung zu dem Thema Finanzen oder vielleicht generell. Wer in den Ortsbeiräten dabei gewesen ist, wo ich selber hingegangen bin, haben eine umfängliche Präsentation auch nochmal dargestellt, in der, und wir haben es auch verteilt heute nochmal, sieht man, dass wir nicht nur um das Thema Unterbringung dabei reden, sondern wir haben eine viel größere Aufgabe noch, die mit dem Thema Integration sich beschäftigt. Auch mit dem Thema, was Sie angeschnitten haben, Wohnen ist dabei eine wesentliche Fragestellung. Das ist auch in der Präsentation entsprechend dargestellt. Wir sind mit verschiedensten Wohnungsunternehmen im Gespräch, mit den Genossenschaften im Gespräch, um das Thema Wohnungsbau, und das gilt für Dresdner wie für Neu-Dresdner, entsprechend noch weiter anzukurbeln, als es ohnehin schon sehr stark im Moment läuft. Und es gibt auch die klare entsprechende Ansage in Richtung Stesitz, jetzt mehrere hundert Wohnungen in die Vorbereitung zu nehmen, um sich als Stadt entsprechend da auch selber noch stärker zu engagieren, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Das ist nur der eine Teil. Wir haben auch in der Präsentation drin das Thema Finanzen. Und auch bei dem Thema Finanzen muss man deutlich sagen, ja, die Pauschale deckte in 2015 die Aufwendungen zunächst nicht. Deswegen hat es zwei Spitzenrunden gegeben, der Kommunalebene mit fast einem halben Kabinett. Einmal im August und einmal im September. Im einen sind 30 Millionen Pauschale draufgelegt worden, zum zweiten 13 Millionen, insgesamt 43 Millionen, von denen Dresden 5,6 bekommt als Anteil. Dieses, spitzrechnen können wir es, wenn das Jahr vorbei ist, aber wird ungefähr dazu beitragen, dass wir im Jahre 2015 die Aufwendung, die notwendig sind, gedeckt bekommen. Anders sieht das, habe ich immer betont, die Situation für 2016 aus, weil die Kosten, gerade mit dem, was wir auch heute als Pakete da haben, natürlich pro Flüchtling deutlich höher im Durchschnitt sein werden, als wir sie bisher hatten. Und dafür haben wir noch keine verlässliche, schriftliche Bekundung, dass wir sie auch refinanziert bekommen, sondern dann gilt das, was Sie in Bezug auf die Refinanzierung mit Gutachten gerade ausgeführt haben. Aber auch da, wir sind per Pflichtaufgabe, haben wir diese Aufgabe übertragen bekommen und gehen davon aus, dass wir auch in anderen Bundesländern am Ende uns die Kosten ersetzt werden.
Dann gab es noch eine Frage, was mit den Mitarbeitern in den Hotelstandorten wird. Und dazu wird noch mal ganz kurz Herr Kollege Vorjahan ausführen. Also es ist so, in den Verträgen mieten wir ja nicht einfach nur Gebäudestrukturen an, sondern es ist ja auch verabredet, dass Versorgung, dass Reinigungsdienstleistung und einiges mehr damit eingekauft wird. Und insofern erklärt uns unser Vertragsgegenüber, dass zwei Dinge den Mitarbeitern auf jeden Fall angeboten werden, nämlich dort da weiter zu arbeiten, sozusagen diese Dinge da in dem Dienstleistungsservice zu übernehmen. Oder aber die zweite Alternative ist, sie werden innerhalb der Hotelgruppe andere Angebote bekommen. Von Kündigungen ist nicht die Rede. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Gibt es dennoch weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich versuchen, langsam in die Abstimmung zu den einzelnen, Punkten einzusteigen. Würde das so machen, nehmen Sie gleich beide nochmal dran, würde es aber auch so machen, dass ich immer vor jedem Tagesordnungspunkt sagen würde, was mir vorliegt an Änderungsanträgen und falls, weil das ja doch ein etwas jetzt größerer Umfang ist, mir irgendwas durchgerutscht sein sollte, müssten Sie sich da nochmal ganz kurz kundtun, dass da nichts untergeht. Jetzt habe ich nochmal drei so Geschäftsordnungsanträge gesehen. Na, die haben Sie ja gestellt. Dann hatte ich Geschäftsordnung, Meldung Herr Donhauser und dann Herr Löser. Könnten wir machen, wenn das gewünscht. Vor insgesamt allen Abstimmungen eine Auszeit. Ja, ich würde dann vorschlagen, wenn wir eine Auszeit machen wollen, machen wir sie dann gleich, bevor wir in alle Abstimmung eintreten. Ja. So, jetzt hat der Herr Löser nochmal. Ich wollte nur eine Auszeit beantragen, wenn das noch nicht geschehen ist. Dann tue ich das jetzt. Wäre jetzt gerade ohnehin schon gewesen, wenn jetzt keine weiteren Anträge oder Geschäftsordnungsthematiken sind, dann würde ich Ihnen jetzt eine kurze Auszeit geben und Sie geben mir ein Signal, wenn soweit die Abstimmung unter Ihnen finalisiert sind, dass wir fortsetzen können. So, meine Damen und Herren, wir hatten weitere Anträge gestellt. Herr Böhm, bitteschön. Ich würde das Votum des Ortsbeirates Pieschen für die Vorlage für den Containerstandort Washingtonstraße einbringen und ich würde nochmal den Antrag von uns zum Thema Großenhainer Straße für den Mietpreis, der hier ausliegt, einbringen. Die habe ich beide da. Die habe ich schon beide da. Gibt es darüber hinaus, Herr Donhauser? Was? Falls es nicht alle gehört haben, Punkt 42, punktweise Abstimmung beantragt. Frau Filosiene? Also wir haben ja jetzt heute letztlich ein Gesamtpaket, ein Teil davon sind die Container und ich möchte hier extra noch mal sagen, auch nach der Auszeit, in der wir uns auch noch mal verständigt haben, sollte es zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass jetzt die Hotelplätze doch nicht kommen in der anvisierten Höhe oder es an anderer Stelle klemmt, sind wir natürlich selbstverständlich bereit, sofort über Sondersitzungen dann noch mal über Entscheidungen, Entscheidungen zu fällen. Aber ansonsten, jeder, der sich unseren Antrag angucken kann und der die Abwägungen, die wir uns nicht leicht gemacht haben, dann geht es nicht darum, Container grundsätzlich abzulehnen, aber in dieser Form, wie sie uns jetzt hier vorgelegt wurden, nochmal einfach eine Optimierung
und gleichzeitig wirklich auch den Wunsch, der ist jetzt zum Teil schon formuliert worden, auch von oder dem ist entsprochen worden von Seiten des OBs, aber dass wir einfach umsteuern und gleich anfangen zu bauen und vielleicht dann auch ein paar dieser Container gar nicht mehr brauchen. Wir sollten uns da nochmal die Möglichkeit geben und im Januar sind wir dann, denke ich, können wir mit noch klarerem Kopf darüber reden. Aber wie gesagt, sollte in der Sondersitzung notwendig sein, das haben wir dem Oberbürgermeister vorher auch signalisiert, soll es an uns nicht scheitern. Wir haben hier oben gerade so ein bisschen im Spaß, muss jetzt mal sein, zur Aufhellung gesagt, in 14 Tagen oder in 3 Wochen würden wir vorschlagen. Nein, Spaß beiseite, Botschaft an Nico. Weitere Wortmeldungen oder Anträge sehe ich im Moment nicht. Dann steigen wir ein in die Abstimmung. Wie gesagt, ich würde bei jedem einzelnen Punkt nochmal sagen, was mir vorliegt und wenn dabei irgendwas vergessen sein sollte, müssten Sie sich bitte nochmal melden. Jetzt nochmal Geschäftsordnung, Herr Engler. Ich möchte beantragen, sollten die Anträge bezüglich der Containerstandorte irgendwie abgelehnt, zurückgewiesen werden etc., dass wir dort eine Lösung finden und dass wir die Container sämtlich vorsorglich kaufen und über die Standorte zu einer nächstmöglichen Sitzung entscheiden, damit die sichergestellt sind. Denn das gewährleistet unter anderem, dass wir keine Schulen, keine Turnhallen nutzen müssen. Zumindest hoffe ich das. Und das sollten wir dringend heute noch zu Wege leiten, dass wir die Container kaufen. Also ich will mich jetzt nicht in die inhaltliche Debatte einmischen, aber das, was ja gerade zum Vertagen angeregt hat, war ja, dass die Container so teuer sind. Es sind ja weniger die Diskussion über die Standorte, das war zwar auch ein bisschen Thema gewesen, aber Hauptthema war so teuer. Wenn ich jetzt pauschal die Container kaufe, weiß ich nie, ob das wirklich die Situation da deutlich ändert. So, meine Damen, meine Herren, wir steigen erstmal beim Tagesordnungspunkt 11 ein. Beim Tagesordnungspunkt 11 habe ich vorliegen einen Ersetzungsantrag, der interfraktionell gestellt worden ist. Den würde ich als ersten abstimmen, weil er mutmaßlich am weitestgehend ist. Wenn der nicht eine Mehrheit hat, habe ich einen weiteren Ersetzungsantrag von Herrn Bauer, den würde ich danach zur Abstimmung stellen. Sollten beide keine Mehrheit bekommen, habe ich dann 2 Ergänzungsanträge der CDU vorliegen, die ich daraufgehend zur Abstimmung stellen würde. Und dann kommen wir zur finalen Beschlussfassung. Gibt es dazu noch weitere Anträge, die ich jetzt übersehen habe? Der Vorschlag ist, würde es aber auch nochmal sagen, dass wenn wir die Anträge dann behandeln, immer in Bezug, dass wir als Grundlage nehmen die eigentlichen Vorlagen und jetzt dann die Ausschussvoten. Das muss aber einvernehmend sein, weil das anders ist, als wir es normalerweise machen. Ich sehe keinen Widerspruch. So, dann steigen wir ein in Tagesordnungspunkt 11. Habe ich zunächst einen Ersetzungsantrag interfraktionell, der insgesamt, damit Sie es einordnen können, 16 Punkte beinhaltet. Und wer diesem interfraktionellen Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung. Dann 35 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Damit wäre dieser Ersetzungsantrag beschlossen und damit alles weitere obsolet zum Tagesordnungspunkt 11. Damit kommen wir zur 12. Da gibt es 2 Möglichkeiten, wie wir verfahren können. Der eine Variante ist, dass wir 12, 13, 14 im Paket die Vertagung behandeln und jetzt nicht bei jedem einzelnen Punkt. Dann würde ich dieses
dieses Paket der Vertagung von 12, 13, 14 zunächst zur Abstimmung stellen. Und sollte das nicht die Mehrheit haben, habe ich dann zu den einzelnen Punkten jeweils eine Reihe von Anträgen, die würde ich dann nochmal aufrufen. Wer für die Vertagung der Punkte 12, 13, 14, das sind jeweils die Containerstandorte, zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Es gibt 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Damit wäre die Vertagung von 12, 13, 14 angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 15. Hier geht es um die Anmietung der zwei Gebäude auf der Großenhainer Straße. Und hier liegen mir vor ein interfraktioneller Ersetzungsantrag, dann ein Ersetzungsantrag der Fraktionslosen und ein Änderungsantrag der CDU. In dieser Reihenfolge würde ich auch die Abstimmung durchführen. Wer dem interfraktionellen Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Dieser interfraktionelle Ersetzungsantrag ist mit 37 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Damit sind wir auch durch diesen Punkt durch und hätten dann noch den Punkt 42. Da müssen wir ganz kurz mal eine Sekunde geben. Da geht es um die Hotelkapazitäten. Und hier habe ich vorliegen einen, wenn wir wieder vom Weitestgehenden ausgehen, zunächst einen Ersetzungsantrag von Herrn Bauer. Dann haben wir einen interfraktionellen Ergänzungsantrag um Punkte 6 und 7. Und den Antrag der CDU-Fraktion auf punktweise Abstimmung. Nein, des ganzen Antrags, so habe ich es verstanden. Punktweise Abstimmung des gesamten Antrags. Genau. Also wir würden jetzt erstmal von der Reihenfolge her den Ersetzung Fraktionslose, dann den interfraktionellen Ergänzungsantrag und dann würde ich die Schlussabstimmung punktweise machen. Damit müssten wir eigentlich alles abgedeckt haben. Wer dem Ersetzungsantrag von Herrn Bauer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind zwei Gegenstimmen. Das ist die große Mehrheit, wird damit abgelehnt. Dann kommen wir zu dem Ergänzungsantrag, um zwei Punkte 6 und 7 zu ergänzen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Ich
Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Keine. 34 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung wäre dem knapp stattgegeben. So, damit kommen wir zu der Schlussabstimmung und wir gehen punktweise durch. Wir haben zunächst Punkt 1. Der Oberbürgermeister beauftragt und so weiter zur Sicherstellung der Unterbringungskapazität in der Flüchtlingsaufnahmegesetz im Gebiet der Landeshauptstadt zusätzliche Hotelkontingente für die Unterbringung von ca. 1500 asylsuchenden Menschen zu beschaffen. Wer dem zustimmen möchte, bitte um sein Zeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen. Ja. 40 Ja, 6 Nein, 21 Enthaltung, damit angenommen. Punkt 2 betrifft die Strehlener Straße 20. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 64 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit angenommen. Punkt Nummer 3, Fritz-Reuter-Straße betreffend. Wer hier zustimmen möchte, bitte ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 60 Ja, 6 Nein, 1 Enthaltung angenommen. Wir kommen zum Punkt Nummer 4. Jetzt geht es um die Wilhelm-Franke-Straße. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 37 Ja, 28 Nein, keine Enthaltung, damit auch angenommen. Punkt Nummer 5, das ist dann eher die haushalterischen Umsetzungen. Wer diesem zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? 36 Ja, 28 Nein, eine Enthaltung auch angenommen. Wir kommen damit zu dem ergänzten Punkt 6. Heißt, die Hotelier zur Unterbringung Asylsuchender ist auf 2 Jahre zu begrenzen, soweit dadurch keine erhebliche Verschlechterung der vereinbarten Konditionen entstehen. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. 34 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit angenommen. Und Punkt Nummer 6, der ergänzt worden ist, der Abschluss eines Mietvertrages mit dem Hotel Wilhelm-Franke-Straße 90 ist mit einer Laufzeit von 1 Jahr mit der Option der Verlängerung um ein
weiteres Jahr abzuschließen, soweit dadurch keine erhebliche Verschlechterung der vereinbarten Konditionen entstehen, ist anzustreben, das Hotel nicht voll auszulassen. Als Punkt 7. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um zu Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Auch der Punkt Nummer 7 ist mit 34 Ja-Stimmen bei 33 Nein-Stimmen keine Enthaltung angenommen. Damit wären wir durch den Komplex durch. Und ich würde wagen,